Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauenstraining. Heute mal wieder auf den Sonntag, wie immer eigentlich. Und ja, wir kochen heute mal eine Runde, ne? Ich habe wie immer noch nicht in meine Rezepte reingeguckt, das werde ich gleich mal tun. Sollte ich vielleicht auch mal. Moin, moin, liebe Leute, und herzlich. Da ist ja der Ton. Ein bisschen verstellt. Ich hoffe, das hört sich nicht ganz so dramatisch an. Ah, ich habe geduscht und ja. Beine verpennt. Sollte Sonntag, was soll ich sagen? Keine Entschuldigung für. Aber ja, da pennt man mal ein und wacht beinahe gar nicht wieder auf. Gut, dass man einen Wecker gestellt hat. Wir kochen heute Grandioses mit Alkohol, ne? Oh, ich habe vergessen, Instagram zu sagen, dass sie live kommen sollte. Aber naja, die Storys laden manchmal 10 Jahre später hoch, also. Wir sind live. Kommt jetzt rein. Ja, so. Also, schauen wir nochmal nach. Ich habe nämlich eine interessante Seite gefunden. Heute Dessert Oreo Kekse. Hatte ich nämlich richtig Bock drauf. Und da habe ich eine Seite gefunden mit tollen Rezepten von Oreo selbst. Ja, logisch, ne? Und die werden wir tun. Ich bin nur am Überlegen. Ich glaube, dass wir, ihr seht es ja schon, wir machen heute Gulasch. Weil wir ja letzten Mal drüber gesprochen haben. So wie das Chili con Carne. Ich hoffe nicht, dass heute irgendwelche Sachen fehlen. Eigentlich wollte ich auch noch die Hefe-Donuts machen. Nein, wir machen erstmal das Oreo-Ding, weil ich dafür eingekauft habe. Aber die machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Irgendwann. Ja. So, wo ist es denn? Gulasch! Also ich nehme an, dass wir sowieso erstmal alles schneiden müssen und blibablub, weil wir müssen Zwiebeln. Sie steht für 6 Personen. Wir wollen ja nicht Portionen, also wir wollen ja nicht übertreiben. 2 Portionen reichen auch. Ich werde so ungefähr Mischverhältnis reinmachen, ne? Wie immer halt. Also schneiden wir erstmal die Zwiebel und holen die Zutaten raus. Ich habe, oder rauchen wir erstmal eine? Ja. Deswegen habe ich Puddel Wein gekauft und ich weiß nicht, was heute einige Leute bei mir dachten, was ich denn mit dem Wein vorhabe. Weil ich das schon angekündigt hatte. Ja, als wenn ich anfangen zu saufen würde, ja. Nee, also das kennt man nicht von mir und das ist auch nicht so üblich. Was wäre jetzt das Saufen hier anfangen, ne? Kein Alkohol, nein. Jetzt schmeckt der Alkohol ja auch nicht, ne? Ich habe auch wirklich den billigsten und billigsten und billigsten Wein dafür genommen. Ja, zum Kochen ist es doch eh egal, oder? Habe ich so gedacht zumindest. Stell dir mal vor, du kommst da an mit so einem Bordeaux. Obwohl, ich glaube, ich habe hier irgendwo noch die Flasche stehen von meinem Opa. Côte d'Iron. Ja, der bestimmt schon drüber und drunter ist, weil der falsch eingelagert ist hier natürlich in der Küche. Aber ich trinke ihn nun mal halt nicht, ne? Vin de France, also ist es immerhin schon mal ein Franzose. Le Flamand Rouge, trocken. Normalerweise würde ich lieblichen Wein trinken. Ich weiß, die Weintrinker sagen immer, ich bin eine Schande für, naja, die Franzosen. Abgefüllt trotzdem in Trabach. Traben Trabach, was für ein Name. Ja, 1,79 €. 12% Volumen hat der. Ich weiß gar nicht, haben die meisten Weine 12%? Mir kommt gerade 12% so ein bisschen viel vor, ne? Aber wie gesagt, ich bin auch kein, Moment, kein Weintrinker so wirklich. Deswegen habe ich da auch so null Ahnung. Ja. Nagelfeile. Das ist eine Ecke. Kennt ihr das mit dieser Ecke? So, dann haben wir einmal das Rindergulasch eingekauft. Mindestens haltbar bis, scheißegal, weil es ja noch frisch ist. Dann brauchen wir, ich glaube, ich mache heute mal die Schinken-Speckwürfel damit rein, weil die müssen weg. Wir machen natürlich wieder exzeptionelles Gulasch. Ne? Normales kann ja jeder. Ich habe auch jede Menge Erdbeermilch und Bananenmilch hier. Ich wollte erst einen Shake machen, aber dann habe ich gedacht, nee, Jessie, lieber nicht, weil
Müssen wir mal kurz rangieren hier. Lieber nicht, weil das ist zu schwer im Magen. Und dann können wir nachher nichts mehr essen, dann macht das auch keinen Sinn, ne? So, wo sind denn hier die Zwiebeln? Da sind sie doch. Ich denke mal, wir brauchen auch Knoblauch, ne? Dann können wir auch gleich Knoblauch rausholen. Wir nehmen mal zwei. Wir wagen heute mal in die Zwiebeln. Und eine vergammelte Knoblauchzehe, ja, genau. Wird Zeit, dass der Knoblauch wegkommt. Oh ja, ganz dringend sogar. Wir haben aber noch frischen. Nehmen wir mal zwei. Wir gehen heute mal voll in die Eisen. Ja, wenn man die Zutaten nie verbraucht, dann fangen sie an, schlecht zu werden, ne? Ich bin da stark verdächtig, sonst sind meine Männer ist immer sehr pünktlich und ich habe gedacht, ich werde heute unpünktlich sein, weil ich verschlafen habe, aber dann gucke ich auf die Uhr und denke so, ach ja, du hast ja noch Zeit, deine Haare zu föhnen. Dann machst du das nochmal, weil ich duschen mache. Und es gibt nichts Geileres irgendwie. Also auf den Sonntag schön duschen gehen, schön wieder und am besten geduscht wieder zurück ins Bett gehen. Das ist geil. Und dann pennt man natürlich wieder ein. Ist ja schon schön muckelig und warm, ne? Ist ja klar. Ich bin gespannt, was ihr mir erzählen werdet, wie ihr so euer Gulasch macht. Ich bin nicht ganz so ein Gulasch-Fan. Das heißt, ich hoffe, es wird gut heute, ne? Ich baue da drauf. So, ich suche meinen Topf. Hier fliegen schon wieder die Zöpfe aus dem Käse. Also ich nehme mal einen kleineren Topf, weil ich will nicht schon wieder so eskalieren, ne? Weil desto größer der Topf bei Jessi, desto schlimmer wird's. Also ist ja immer so bei mir. Desto mehr wird's vor allen Dingen. Ah, die Zwiebel stinkenden Hände mal wieder. Achso, machen wir erstmal den Knoblauch da. Wir müssen ja sowieso die Schale wegschmeißen. Ich koche zu selten mit Knoblauch. Anscheinend. Aber manchmal denke ich auch so, was? 5 Knoblauchzehen? Ist das nicht ein bisschen viel? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einmal so heftigst übertrieben, glaube ich, in der Bolognese war das, mit Knoblauch, dass ich seitdem bin ich irgendwie vorsichtig. Nennen wir es mal so, vorsichtig. Weil, nee, zu viel ist dann auch Kacker. Ich mag das nicht. Wenn man dann zu penetrant stinkt, ist das nicht angenehm. Nee, mag ich nicht. Obwohl Knoblauch ja sehr gesund ist, ne? Befreit. Ich glaube irgendwie nie auf den Knoblauchzehen rum, ne? Ich weiß nicht, ob man das jedes Mal soll. Na, hier ist ein kleiner Mini. Mini-Ableger. Concentration, ne? Nicht hier wieder in die Finger schneiden. So, wir finden bestimmt auch eine Knoblauchpresse nachher. Oh. Ich liebe es, wenn die Hände danach... Also so angedunstete Zwiebeln sind ja echt geil, ne? Aber es stinkt immer so, die Hände danach. Das finde ich dann zum Kotzen. Schon noch die Schale abmachen. Und ich finde, die roten Zwiebeln sind immer besser als die weißen. Oder Schalotten, ne? Schalotten. Die Schalotte ist geil. Heute ist sogar traumhaftes Wetter. Ist ja klar, wenn ich drin bin. Wenn ich mit den Hunden Gassi gehe, dann natürlich nicht. Ist ja klar. Dann ist immer Regen am besten. In Hülle und Fülle. Mir nicht gegönnt, aber heute müsste man noch mal einen schönen Spaziergang machen eigentlich. Ne? Heute könnte ich mir vorstellen sogar, dass man so eine richtig schöne Fahrradtour macht bei diesem Wetter. Es ist ja auch nicht zu kalt, es geht. Und das ist dann ja recht angenehm, ne, bei diesem Wetter. Das backt hier ja fest. Was ist denn hier los? So. Mein Mülleimer ist auch voll bis an Schranschlag. Der muss heute entleert werden. Also muss ich auf jeden Fall noch mal raus heute. So.
weiß nicht, was als erstes dran ist, davon mal abgesehen. Ist hier Schimmel? Hat sie gelitten? Keine Ahnung, was das ist, aber es ist nicht in der ganzen Zwiebel, also egal. So. Ich wollte eigentlich mal wieder die Messer schärfen, ja? Warum ist die so hart? Was ist denn da los, ey? Mein Messer schneidet eigentlich ganz okay. Die Wunderzwiebel. Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Aber sie sieht auch ganz normal aus. So hart, ey. Sehr merkwürdig. Das ist es. Oder was? Hm. Da war auch so ein Ableger drin. Okay. Mysteriöse Dinge passieren, ja. Das reicht an Größe. Das kommt ja sowieso rein. Nee, hier nicht. Ich habe schon lange nicht mehr geheult von Zwiebeln. Hält mir gerade so auf. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das passiert mir auch immer nur bei den Weißen. Ich merke es jetzt gerade so ein bisschen, deswegen denke ich gerade so dran. Die Brille schützt ja auch nicht immer wirklich von dem Zwiebelsaft. Die sieht immer schön aus, wenn sie geschnitten ist. Lila-weiß. Kein Scheiß. Ich hoffe nicht, dass wir noch irgendwas rausnehmen mussten. Ich denke schon die ganze Zeit nach. Aber ich glaube nicht. Es wäre sonst das... Oh, jetzt doch. Zwiebeln doch die Augen. Es wäre sonst das Eis gewesen, aber das machen wir die heute nicht. Jetzt stand man nämlich vorm Regal. Und man muss ja mal alles kaufen, wenn es im Angebot ist. Und war so kurz in Versuchung, weil wieder das Snickers-Eis im Angebot war. Für 3,99 €. Und das relativ günstig ist, wenn man bedenkt, oh, Alter, zwiebelt das. Wir haben gerade noch drüber geredet. Wenn man bedenkt, dass es sonst 6 € irgendwas kostet, ist es relativ günstig. Aber ich habe keinen Platz in meinem Eisfach. Weil vor allen Dingen, da ist noch Eis drin. Und das werden wir nächste Woche dann für den Shake benutzen. Aber die Versuchung war da. Und dann habe ich so gesagt, ach nee, jetzt kommen eh die kalten Tage, du wirst eh kein Eis essen. Bei mir ist es wirklich so, ich esse echt nur in der Saison Eis. Weil sonst so Eis esse ich nicht so wirklich viel. Mag ich nicht so. Da bin ich nicht genug Eis-Fan wahrscheinlich. Also ich bin da nicht so derjenige, der sich dann abends auf die Couch hockt. So Chips und Salz, nee, nicht Chips und Salz, sondern Chips und Eis. Nee, das ist nicht so meins. Ich habe gerade gesehen, ich habe die Seife schon wieder. Ich habe die Edelstahlseife. Oh, da sind sie. Moin Bunny, moin Gürkchen, wie geht's euch? Ich habe die Edelstahlseife in meinem Bad. Aber ich kann ja schon mal ein bisschen reiben, ne? Damit es nicht ganz so stinkt nach Zwiebeln an den Händen. Wie geht's euch? Bunny, was schreibst du für komische Sachen? Guten Morgen. Ah. Weiß ich nicht. Für die Eisliebhaber wahrscheinlich nicht. Aber für mich schon. Also ich bin nicht so, dass ich da freiwillig anfange, irgendwie jetzt Eis zu essen, wenn es kalt ist. Nee, das ist überhaupt nicht so mein Ding. Aber deswegen sage ich Saison. Ich weiß ja nicht, ob ich die Einzige bin. Mm. Esst ihr gerne Eis im Winter? Sehr schön, Bunny. Hardcore. Was, Hardcore-Eis? Hardcore-Eis im Winter? Nee, da bin ich kein Fan von. So, können wir jetzt mal hier mal gucken hier, ne? Zwiebeln schneiden, guck mal. Damit haben wir angefangen und die Nase läuft, ja. Siehst du, guck mal, wir halten uns sogar ans Rezept. Rezept. Sehr schön. Bunny. Hm. Ah.
Die Zwiebel juckt doch ein bisschen in der Nase. Na, Gürkchen wieder, ey. Das hat mich immer angekotzt, das Eis auf der Scheibe. Da. Deshalb habe ich jetzt nicht mehr das Problem, Gott sei Dank. Ach, Chemie. Ich esse Eis, wenn ich Lust habe. Ja, aber im Winter habe ich meistens keine Lust. Patrick, der Standard sind, wenn er reinkommt, Bubis. Und Guano? Was ist denn Guano? Ja, Bunny. Also im Winter Eis. Die Scheibe rausgebaut? Ich kann gerade nicht folgen. Ach so, Scheibe aus dem Auto. Ja, stell mal vor, ne? Ohne Frontscheibe, das wird aber ganz schön windig da drin im Auto. So, ach so, ja, scheiße, wir müssen ja noch... Das habe ich vergessen. Wir müssen Karotte und Sellerie würfeln. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie Sellerie ins Essen gemacht, ne? Muss ich zu meiner Schande gestehen. Weil meistens eher für die Hunde, aber nicht für mich. Okay, ich sehe schon gerade. Wir müssen danach alles kräftig anbraten in 2 Esslöffel Butterschmalz. Na gut, den hätten wir mal rausstellen können, ne? Da wir das Brett gerade brauchen, für dann den Rest zu schneiden. Ich überlege gerade, wo mein Suppengrün habe ich da mal geholt. Alter, ist sogar Suppengrün ist teuer geworden. Ich bin vom Ast gefallen, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich warte. 2 Esslöffel sind auch ganz schön viel, ne? 1,39 €. Alter Schwede. Ist das teuer geworden, du. Jesus Maria, du. 1,39 €. Damals hättest du 70 Cent dafür bezahlt, für so ein Grün. Ich meine, okay, das sieht auch wirklich frisch aus und gut, aber trotzdem. Für teuer einfach. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich brauche ja noch nicht mal alles. Wir machen das rein, was uns gegeben ist. So ist das halt einfach, ne? Das sind ein bisschen viel Karotten. Das ist das Problem, ne? Weil eigentlich heißt es ja eine Karotte. So. Ich nehme die 2 dicksten. Ich mache 2 rein dann und fertig. Die Petersilie und Lauch natürlich auch. Wir müssen alles aufbrauchen, ne? Aber die kann ich natürlich noch irgendwie anders verwerten diese Woche. Ich wollte halt nicht tatsächlich eine Karotte kaufen und ein Selleriekopf wäre wieder zu viel gewesen. Also kauft man natürlich automatisch Suppengrün, ist ja logisch. Ich habe so langsam das Gefühl, dass der Topf doch zu klein ist. Ja, wenn ich das Fleisch so sehe, ich glaube, ich nehme doch den anderen. Scheiße, warum muss das hier immer so ausarten? Ich wollte nicht den großen nehmen. Okay, wir ergeben uns. Da steht nichts von Knoblauch, habe ich gerade gesehen, ne? Nein. Nein, einfach nein. Wir nehmen den, weil den brauchen wir sowieso. Um das da wieder rauszukratzen. Das hört sich ja lustig an. Quietsch, 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 quietsch. Lustig, lustig, tralalala. Seid ihr schon in weihnachtlicher Stimmung? Es wird ja jetzt schon Spekulatius verkauft, ne? Ich war schon letztens am überlegen, ob ich nicht welchen kaufe, weil ich liebe ja den Butter-Spekulatius von Balsen. Der schmeckt so geil, du. Aber... Nee, ist ein bisschen früh, ne? Nee, habe ich so gedacht, nee, sie jetzt noch nicht. Was ist denn, weil ich hatte das schon mal. Da war ich so in weihnachtlicher Stimmung. Und dann, puff, vor Weihnachten ist sie dann auf einmal weg gewesen, weil ich viel zu früh in weihnachtlicher Stimmung war. Ja. Alter Schwede, ey. Da ging aber die Luzi ab, so. Was schreibt ihr? Damals, als wir noch jung waren, meine Hände sind feucht.
Hab ich schon gefahren ohne Frontscheibe? Ja, moin. Wie kam das? Ich frag lieber nicht. Ja. Obwohl, irgendwas war da bei mir auch. Ich weiß es nur nicht mehr. Ja. Den Wische einschalten aus Reflex. Natürlich, logisch. War überhaupt Krieg mein... Ja, ich äußere nicht diese Aussagen. Hier stehe ich wieder doof da. Natürlich, Patrick, nehme ich immer die dicksten. Achso, wir müssen erst nur schnibbeln und dann anbraten, auf jeden Fall. Wusstet ihr, dass eine Frau tatsächlich mal davon gestorben ist mit einer Karotte? Du hast immer Spekulatius zu Hause. Was mögt ihr denn lieber, Gewürz oder Butterspekulatius? Das ist hier so die Frage. Also ich mag lieber Butterspekulatius, muss ganz ehrlich sagen. Ja, aber den gibt es ja das ganze Jahr nicht zu kaufen. Also den von letztes Jahr wollte ich jetzt nicht noch essen, obwohl ich letztens ja noch eine Tüte hatte hier. Aber das war Gewürzspekulatius, den mochte ich nicht so gerne. Den habe ich verschenkt. Ach so, erst aufs Auto gefallen. Ja, aber dann ist nicht automatisch die ganze Frontscheibe weg, ne? Also dann ist ja normalerweise ein Riss oder gesplittert oder Loch. Scheibe im Kofferraum, weiter geht's. Ihr seid K.O., ey. Nein. Wir wollten eigentlich nicht schon wieder in das sexuelle Thema gehen hier heute, aber wenn ihr es unbedingt wissen wollt, ich habe das schon mal erzählt. Tatsache kann eine Karotte dadurch, dass sie diese Struktur hat, kann ich euch auch gleich nochmal zeigen, hat sie sich untenrum alles aufgerissen innerlich. Und dadurch ist sie verblutet. Durch diese Fasern in der Karotte. Die können zu einem harten Werkzeug werden anscheinend. Bei Gurken nicht so. Die haben ja keine Fasern. Ja gut, ich bin kein Kaffeetrinker. Da kann ich dann nicht so sagen. Aber ja, dann würde Gewürzspekulatius auch besser passen, glaube ich, ja. Nee, Butter. Ja, du musst mal den von Göckchen, du musst mal den von Balsen probieren, den Butterspekulatius. Deliziös. Aber nein, ich will nicht jetzt schon anfangen mit Weihnachtssachen. Wir haben 16.10., also nein. Ja. Stimmt, der bricht immer so schnell. Butterspekulatius, meinst du? Ich müsste mal selbst Spekulatius machen, ne? Nur nach dem einkläglichen Versuch, als ich auch einmal Lebkuchen machen wollte, der nichts geworden ist. Das war ja auch ein mittleres Drama in dieser Küche. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das überhaupt gemacht hatten. Das war ganz komisch, ey. Ich habe das überhaupt gar nicht abgewaschen, ne? Muss man oder muss man nicht? Ich zeige euch das gleich mit den Karotten, was ich meine. Da kommen aber auch ehrlich gesagt nicht auf die Idee, ne? Also nicht jeder weiß das. Oder kann sich das denken oder wie auch immer. Wir sollen die Karotte würfeln. Ah ja. Ich liebe meinen Schäler. Rauf, runter, rauf, runter. Ah, in meinen Fingernagel rein. Na gut, ich glaube, die hätte ich noch nicht mal wirklich schälen müssen. Die haben eigentlich eine gute Haut. Also ihr wisst doch, die Karotten haben doch hier so eine Faser. Und die ist halt so, dass gefährlich halt. Wenn man da unten in den Intimbereich reingeht. Da kann alles aufreißen. Ist so. Ich habe das auch nur gelesen. Ich habe keine Ahnung. Aber es muss krass gewesen sein, ne? Wenn die da alles aufgerissen hat und dann innerlich verblutet ist, war das kein schöner Moment. Kann ich mir nicht vorstellen. Die ist auch dran gestorben, ne? Also jetzt nicht hier, no joke. Ich hasse es, Karotten zu klein zu schneiden, weil die sind immer so hart.
Ist schwer zu schneiden. So, wir können schon mal den Topf anmachen, davon mal abgesehen. Ich mache erstmal die Zwiebeln und dann den Rest. Weil ich glaube, das ist essentiell. Oh, ich habe übrigens Brühwürfel gekauft, weil ich die Schnauze voll hatte. Obwohl, heute ist es, glaube ich, egal. Heute kann ich die andere noch nehmen. Weil hier kommt ja genug Flüssigkeit rein. Ich hoffe, das Rumpelstilzchen heute kommt. Also, was sagt ihr? Ich meine, es steht bestimmt in einem Rezept, aber ich weiß nicht, ob ich das extremst lange kochen soll oder extremst kurz. Ich glaube eher lange, ne? Weil ich möchte wirklich zartes Fleisch heute haben. Ich möchte nicht so ein ekliges, hartes Kack da. Nee, will ich nicht. Ah, die ganz zarten Karotten hier. Wir geben uns Mühe, auch wenn wir das Schnibbeln hassen und die Karotten schon wieder auf den Boden fallen. Aber Wohnung ist geputzt. 3 Sekunden. Ich habe übrigens heute eine Hose an. Ja, ich habe schon überlegt, wie lange ich die nicht mehr angezogen habe. Ich ziehe in letzter Zeit öfters mal Klamotten an, die ich schon seit Ewigkeiten nicht anhatte, weil ich mir immer so denke, wozu liegen sie eigentlich dann in deinem Schrank, wenn du sie nie anziehst? Dann ist immer so die Frage, ein bisschen hatte ich schon aussortiert, ein bisschen habe ich weggeschmissen. Deswegen ist mein Müll immer auch so. Weil das sind auch keine Klamotten, die du irgendwie mal spenden kannst oder keine Ahnung was. Die sind definitiv nicht mehr zu gebrauchen. Bei mir verfällt immer alles eher, anstatt dass man es noch gebrauchen kann. Alt. Also ich denke mal, wir brauchen danach keinen Butterschmalz mehr, oder? Ich kann es ja nochmal draußen lassen und dann gucken wir mal. Oh, ordentlich Butterschmalz, ne? 2 Löffel. So, jetzt umrühren. Eigentlich ist es egal, wir können auch die Karotten schon dazu tun. Ich wollte nur nicht, dass es zu voll wird. Brauchen wir den eigentlich noch? Nö. Im Endeffekt, ob wir die Zwiebeln jetzt und so weiter alles anbraten, finde ich sowieso unsinnig. Ach so, ich habe die ja noch gar nicht geschält. Ah, ich lese gleich. Moment, es brennt. Der Spargel, der Schäler ist auch, ja genau, ich spreche immer schon die Worte vorher aus. Der Schäler ist auch super zum Spargelschälen, genau, das wollte ich sagen. Das war Amazon. Ich habe gedacht erst, das kann doch gar nicht funktionieren, nach hinten und nach vorne und so. Aber doch, es funktioniert echt gut. Der ist echt geil. Meine guten Schäler sind auf dem Weg verloren gegangen. Wo auch immer. Nicht anbraten hier, ne? Zu hart. Ein bisschen viel Karotte ist. Ah, wir werden es sehen. So, ich habe gleich ein bisschen mehr Zeit, noch mal eine zu packen. Muss ich erstmal machen, ne? Es gibt so eine neue Oreo-Sorte, fand ich auch sehr interessant. Vanilla Flavor und Raspberry. Ich glaube, ich hatte schon mal eine Erdbeer-Sorte probiert. Die fand ich nicht so doll, aber die kenne ich noch nicht. Da bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Ich bin ja ganz pervers, ne? Ich stehe auf Oreo, obwohl ich normalerweise keine Minze mag. Aber bei Oreo stehe ich wirklich auf Oreo-Minze, ne? Und ich kann euch sagen, wie das auch schmeckt. Das schmeckt tatsächlich wie Zahnpasta. So Oreo-Kekse mit 10 Zahnpasta, so ungefähr. Ich weiß nicht, warum ich das lecker finde. Aber wenn ich die esse, die haben so einen Nachgeschmack. Finde ich mega geil. Eigentlich absolut eklig für manche, aber ich finde die cool.
habe mich immer gefragt, warum die sich nicht durchgesetzt haben. Aber ja. Gab es, glaube ich, auch irgendwann mal im Handel. Ich hatte manche hatte ich im Internet bestellt, weil es gibt ja so Sorten, die gibt es halt nicht überall zu kaufen. Ist ja wieder speziell. Ich muss schnibbeln, das brät schon hier. Aber bei dem ganzen Butterschmalz ist es auch kein Problem. Das ist mehr als genug. Machen wir mal kurz das Grünzeugs auch noch mit rein. Oh, meine Augen brennen. Gürkchen, du schreibst schon wieder zu viel. Ich lese gleich. Moment. Ich komme ja gar nicht mehr hinterher. Ich muss wieder nach oben scrollen. So, die Äste wollen wir natürlich nicht drin haben. Aus meinem Kräutergarten ist dies ja auch nichts geworden. Ne? Also ich sag's euch, ich glaube, ich habe den zu spät angebaut. Ich glaube, das war das Problem. Ich glaube, das war das wirklich das Problem. Und zu wenig Wasser. Ich habe ja hin und wieder vergessen, auch mal zu gießen und so. Das hat mich in die Bredouille gebracht. Ich weiß gar nicht, ob Petersilie überhaupt da reingehört, aber egal. Wir machen da alles rein und fertig. Suppengrün ist Suppengrün. Fertig. Das ist die Argumentation. Das geht, ne? Kann man so verkaufen. Auch Lauch gehört da bestimmt nicht rein, aber gut. Habe ich zumindest in dem Rezept nicht gesehen. Das ist ja dieses andere Gulasch, ne? Es ist ja jetzt dieses Gulasch. Gularsch haben wir immer dazu früher gesagt. Gularsch. Kennt ihr das? Gularsch? Ich weiß nicht, warum wir das immer gesagt haben, aber wir haben es immer gesagt. So, letztes Teil. Beeilung. Es brät. Ich weiß immer nicht, wie ich Sellerie schneide, aber ich hoffe, ich mache es richtig. So schmeckt er mir nicht. Das habe ich schon mal festgestellt. Weil, als ich das für die Hunde mal zubereitet habe, habe ich mal ein Stück probiert. Weil ich Sellerie so vorher irgendwie noch nie gegessen hatte. Weiß ich nicht. War so ein Gemüse, was irgendwie ausgelassen wurde in meiner Jugend. Das war kleine Würfel. Kann schon nicht mehr springen. Keine kleinen Würfel. Das ist aber auch ein Zungenbrecher. Keine kleinen Würfel. Egal. Spade. Nehmen wir wieder mal umrühren, ne? Boah, sieht aber lecker aus. Wie so ein gewürfeltes Grün. Ja. Ich glaube, das ist schlussendlich doch sowieso egal, ob es jetzt gewürfelt ist oder nicht. Wird alles in den gleichen Mund geschoben. So. Ich lese gleich. Moment, ihr stresst mich heute so. Abwaschen. Ich weiß ja nicht, ob ich das nachher nochmal brauche, aber ich denke nicht. Meine Küche sieht sowieso mal aus wie so ein Desaster, bevor ich den Kochstream anfange, weil ich unter der Woche meistens immer nichts tue hier, außer kurz schnell was braten oder so. Und dann liegt hier alles rum. Genau. Komm schon schwitzen, Alter, was ist hier los? Na, ich habe gedacht, heute ziehst du nichts Warmes an, weil die wieder warm wird in der Küche. So. Jetzt können wir sogar ein bisschen schärfer anbraten, glaube ich. Nasse Hände? Nicht gut. So. Was geht? Gewürzen? Und wovon redest du? Chemie-Murks. Achso.
Ah, ja, ja, ich kann wieder folgen. Die Spekulatius, genau. Ich weiß gar nicht, wie die Spekulatius hergestellt werden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber das können wir mal angehen. Vielleicht machen wir mal zu Weihnachten Spekulatius oder was. Vielleicht finden wir da ja ein Rezept, was, wenn dann aber Buddha Spekulatius, was man machen kann, so. Ich weiß nicht, ob das. Also ich weiß, dass es so ein fertiges Gewürz gibt zu kaufen. Aber ob das gut ist, ist so die Frage, ne? Und ob das da rein muss, ist so die Frage, weil ich weiß ja nicht, Buddha Spekulatius. Es gibt dieses fertige Spekulatiusgewürz, wenn ich das nicht sogar in meiner Schublade habe. Ich muss mal gucken. Ich weiß es nicht, was die Frau gemacht hat. Vielleicht hat sie es auch erst nicht gemerkt. Aber wenn die Gebärmutter aufreißt und da alles, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass sie gestorben ist dadurch. Hatte ich mal in der Brigitte gelesen, so ungefähr. Rinderfleisch. Da stand Rindergulasch drauf, also habe ich Rindergulasch genommen. Wegen jetzt länger kochen, meinst du? Geschmacks auch mit der Pipette. Echt? Sellerie paniert. Interessant. Okay. Kohlrabi. Ja, genau. Nein, irgendwo anders. Vielleicht war das nein, nicht eine Frauenzeitschrift. Vielleicht war das auch woanders. Ich weiß es nicht mehr. Das war aber auf jeden Fall schon was Seriöses, nicht unseriös. Keine Panik. Nur ich kann mir das gut vorstellen, dass das passiert ist. Weil einige sind da sehr unvorsichtig und hantieren damit unvorsichtig rum. Ja, und dann kann das schon passieren, wahrscheinlich sowas. Nur wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Knoblauch? Weil das steht da nicht. Lorbeerblätter. Mir ist heiß, ne? Da steht echt kein Knoblauch. Wollen wir jetzt Knoblauch reinmachen oder nicht? Blitzino. Das sind die geilsten Zeitschriften, ey. Ich sag's dir nur. Ich weiß gar nicht, mir ist aber aufgefallen, ich meine, wenn ich bei Ärzten sitze, lese ich nie Zeitung. Also dann gucke ich irgendwas am Handy oder ich nehme mein Strickzeug mit oder so, aber. Okay, locker 90 Minuten. Gut, da habe ich ja schon mal einen Anhaltspunkt. Sonst hätte ich Rumpelstilzchen gefragt, wenn er heute mal reinkommt hier. Machen wir jetzt Knoblauch rein oder nicht? Mir ist aufgefallen, dass diese Zeitschriften gar nicht mehr so da rumliegen. Also es ist schon Brigitte, Joy und keine Ahnung was, so neue modernische Zeitschriften, aber nicht diese Blitz-Illu und keine Ahnung, neue, keine Ahnung was da mit König und Royal und was weiß ich, was da zu lesen gibt. Naja, auf jeden Fall diese Quatschzeitschriften da, die man früher gesehen hat, die sind gar nicht mehr so häufig bei den Ärzten. Ich lese ja, wie gesagt, sowas nicht, ne? Also kannst mich mit jagen, ja. So, ich will jetzt einmal gucken. Habe ich so ein Gewürz? Das ist so die, also hier sind auf jeden Fall die Lorbeerblätter drin und ich weiß, dass hier irgendwas noch drin war. Ha, Lebkuchengewürz. Guck. Ich weiß gar nicht, woher ich das nochmal habe. Dann habe ich Nelken. Lorbeerblätter, wichtig, die brauchen wir gleich. Und Nelken. Okay, ich hab gedacht, das stinkt aber auch, du meine Güte, Jesus Maria. Die Lorbeerblätter brauchen wir gleich. Nee, Spekulatius habe ich tatsächlich nicht. Aber ich nehme mal die Brühe raus. Die Bouillon. Bouillon. Eigentlich für Rinder wäre besser gewesen, ne? Aber gut. Ist ja auch okay. Ich überlege, ob ich da unten noch was habe. Nö, kann ich mir nicht vorstellen. Normalerweise weiß ich, wo ich meine Sachen habe. Also. So, machen wir jetzt Knoblauch rein oder nicht? Ich mache jetzt einfach rein. Ich habe den geschält. Mein Essen ist halt eh anders. Mir muss es schmecken.
Und da ich eh nicht so ein Gulasch-Fan bin, machen wir heute alles anders. Es ist so. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich höre da schon von hier das Gemecker mit der Knoblauchpresse. Ich weiß. Ja, ja. Eigentlich brauche ich bei der Knoblauchpresse auch nur dafür, dass wir gar kein Knoblauch rein sollen. Nee, ich muss alles waschen. Ich weiß, ich verstehe diesen Einsatz halt nicht, ne? Das hier. Wenn, dann packt man das sowieso auch alles in die Geschirrspülmaschine, oder nicht? So, was ist überhaupt jetzt der nächste Schritt? Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Mal ein bisschen heißer machen hier. Den Lux. Oh, das riecht aber gut, ne? Hm. Wir haben noch nicht mal angefangen. Ah, okay. Hast schon nachgeguckt? Weiß nicht. Warum habe ich da in der Hinsicht noch gar kein Rezept rausgesucht? Das wundert mich eigentlich eher. Also, ich muss mal gucken. Ich habe übrigens noch mal nach diesem, aber da habe ich im Spekulatius Kugelhupf. Ah ja. Nee, auf der Koch-App, wo ich benutze, ist da nicht ein Rezept. Deswegen, da werde ich dann im Internet gucken. Ich habe übrigens da auch was gefunden wegen den Cronuts. Die werden wir auch noch mal machen. Nicht heute. Heute ist Oreo dran. So. Butterschmalz kräftig anbraten, machen wir gerade. Tomatenmark dazu geben und andünsten, bis sich eine homogene Masse bildet. Aha. Das Mark darf ruhig ein bisschen ansetzen. Interessant. Was heißt das? Dann suchen wir mal das. Ich weiß auch immer noch nicht, was habe ich hier drin, ey. Hustensaft. Ah ja. Demodi. Dreifach konserviert. Okay. Ist noch nicht offen. Aber die Mutti-Produkte finde ich sehr gut im Übrigen. Auch wenn das ein bisschen teurer ist, aber die sind echt gut. Das steht, Moment. 2 Esslöffel, okay. Ich wollte gerade sagen, steht da überhaupt mal eine Mengenangabe? 1 Esslöffel. 2 Esslöffel, so ungefähr, ne? Weiß gar nicht, was im Tomatenmark überhaupt drin ist. So. Konserviert. Viel Zucker auf jeden Fall. Mhm. Wie immer. Okay, homogene Masse. Was meinen die denn jetzt damit? Wir rühren das erstmal um. Also homogene Masse dachte ich jetzt eigentlich eher so eine Art Creme. Aber das wird ja hier nicht passieren. Habe ich irgendwas ausgelassen oder so? Sieht auf jeden Fall komisch aus. Mit diesem Tomatenmark. Konsentiert? Konserviert. Habe ich doch gesagt. Es darf anbraten, ja. Spekulatius wie Kekse backen? Naja gut, aber da ist schon ein bisschen was anderes drin, kann ich mir vorstellen. Ne? Der ist ja von der Konsistenz auch ein bisschen anders. Ja, wir haben ja schon sämtliche Keksorten hier gemacht, ne? Hä, wieso meckern? Ich meckere gar nicht. Ich fühle mich da gar nicht angesprochen. Also wir haben schon sämtliches ausprobiert. Daher kann ich mir das gut vorstellen, dass wir auch noch mal irgendwann Spekulatius machen. Ah, ich habe schon wieder meinen Daumen reingesäbelt. Ich merke ja noch gar nicht. Also was ist denn jetzt nun? Zucker ist da drin. Nicht nur Tomate. Zucker. Das Mark darf ruhig ein bisschen ansetzen. Paprikapulver kurz mitrösten. Vorsicht, darf nicht verbrennen. Mit dem Rotwein und der Brühe ablöschen und zum Kochen bringen. Okay.
Rotwein. Oh, es passt von der Flasche jetzt her. Und Rinderbrühe 300 Milliliter. Ja, dann passt das wieder nicht. Wir werden das Verhältnis ein bisschen kippen. Ja, weil, nee, der Teig kann ich mir nicht vorstellen, dass das gleich ist. Mürbeteig meinst du jetzt? Anderes Gewürz? Ich werde doch mal was raussuchen. Paprikapulver. Okay. Dann machen wir das jetzt auch mit rein. Edelsüß steht da. Warum sollte das aber auch anbraten? Ich meine, das ist doch flüssig genug jetzt hier. Und dann löschen wir das gleich ab. Ich glaube, das ist noch nicht heiß genug, ne? Kann das sein? Wir müssen das noch härter anbraten. Noch härter anbraten! Ja, ich weiß auch nicht. Weil das ist eigentlich für 1 Liter gedacht. Das ist ja ein bisschen viel. Was haben wir denn da Schönes gekauft? Gucken wir uns das mal an. Ein Würfel, 10 Gramm, 500 Milliliter. Na gut, das kommt dem schon näher als 1 Liter, ne? Was habe ich gesagt? Ich glaube, das war für 1 Liter, oder nicht? Nee, auch 500 ml. Was ist denn das für eine Mengenangabe, 300? Wir nehmen mal hier die fette Brühe, das klingt lecker. Auch wenn das auch 500 Milliliter sind. Die machen wir einfach weniger und fertig. Wein haben wir ja auch wenig. Nee, gar nicht. Wir machen mehr. Weil das Wein ist zu wenig. Wir machen sowieso ein anderes Verhältnis. Reden wir nicht drüber. Kennt ihr das? Fette Brühe? Keine Ahnung. Klang interessant. Okay. Bin mal gespannt, wie sich das auflöst. Wir müssen das ja sowieso noch ein bisschen anbraten da. In der Zwischenzeit können wir den Brühwürfel ja schon mal da reinmachen, ne? Und nicht anbrennen lassen, genau. Aber das ist noch nicht der Fall. Nee, 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 nee. Aha, okay. Ich sehe schon. Der fällt schon fast auseinander, so ungefähr. Der ist ein bisschen anders. Hart aber auch, ne? Ich würde einfach sagen, dann, dass wir das ausgleichen mit dem Wasser, weniger Wein. Und dann, das war ein bisschen zu viel, ja. Ich habe auf die falsche Anzeige geguckt, genau. Und wenn nicht, dann kippen wir nach. Ist ja egal. So, und was ist jetzt mit Auflösen? Also, diese Brühwürfel muss man nicht verstehen, also ehrlich. Ich hoffe, dass... Ja, der hat einen Drehverschluss. Okay, ich wollte gerade sagen. Wehe, wenn nicht. Also ich verstehe diese Brühwürfel nicht, ehrlich nur. Ja, er löst sich zumindest besser auf jeden Fall. Alles ekelhaft, genau. Aber ich würde sagen, wir würden als erstes mit dem Rotwein ablöschen. Können wir noch nicht mal saufen hier, ne? Obwohl, ich glaube, der riecht auch wie der übelst billigste Wein, ey. Na naja, gut, was will man von 1,79 Euro erwarten, ne? Aber die anderen Weine waren auch so ungefähr bei 2,50 Euro, also in dieser Größe, ne? Ich war ja überhaupt froh, dass ich nicht 1 Liter kaufen musste. Oder 0,7. Weil, was mache ich mit dem Rest? Den hätte ich dann ja trinken müssen. Wäre auch doof gewesen. Seid ihr eigentlich Weintrinker? Weil ich war ja einmal besoffen hier im Stream, ey. Das war das erste und letzte Mal, ey. Mann, war mir das unangenehm. Alle haben es gefeiert. Moin Heat. Rüst auch um. Genau. Also über den, darüber werden wir noch mal diskutieren, über den Spekulatius auf jeden Fall. Nein, nein, schwarz nicht, nein. Rein mit dem Zeug. Naja, es muss ja schon ungefähr richtig sein, ne?
Ich mache es ja sowieso anders. Anstatt eine Karotte sind da jetzt zwei drin. Also ich, ist nicht so schlimm. Solange es so ungefähr ist, ist ja alles gut. Wie gesagt, es muss mir nachher im Nachhinein auch schmecken, ne? Weil ich esse nicht so gerne Gulasch. Mit vielen Nudeln geht's. Mach's nur für euch. Ah, ich habe heißes Wasser genommen. Als wenn du jetzt Spekulatius wagst. Ein Spinner. Bitte vorher ankündigen, ja. Auf Instagram sage ich dann Bescheid. Nee, eigentlich, ich spoiler nie meine Streams vorher. Selten ist der Fall. Ich glaube, nur einmal habe ich das gemacht. Mhm. Du bist doch eh immer da, Gürkchen. Du hast ja eigentlich Urlaub, ne? War das nicht so? aber in der Winterzeit kannst du halt damit rechnen, wenn ich anfange mit Kekse, dass da irgendwann auch dann Spekulatius mit dabei ist. Wir machen das ja immer so in Etappen. Ich weiß gar nicht, wie das letztes Jahr war. Ich glaube, da haben wir tatsächlich über jeden Advent haben wir, glaube ich, Kekse gebacken. Ja, genau, jeden Sonntag. Und dann habe ich die immer verschenkt an die arbeitenden Leute. Obwohl bei der Post brauche ich dieses Jahr dann keine Kekse mehr zu verschenken, weil die Frauen, die arbeiten da gar nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem die da nicht mehr arbeiten, und das ist reiner Zufall, bin ich auch nicht mehr bei der Post, ne? Das ist echt reiner Zufall. Alles online digital ist zum Kotzen, du ehrlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, warum soll man da nicht Geld sparen, ne? Weil warum soll ich mehr Porto zahlen in der Filiale, wenn ich es online günstiger bekomme halt, ne? Das ist das. Ich habe gesehen letztens, stand ich so bei der Bahn. Ich weiß ja nicht, ob das ein 49-Euro-Ticket für mich interessant ist oder nicht. Aber ich stand dann da und sah, ja, Online-Preis und Normalpreis am Automaten, ne? Und da schon Unterschiede. Ziemlich kratze sogar. Hätte ich gar nicht gedacht. Also werde ich mich demnächst mit der Thema App auseinandersetzen und dann nur noch online kaufen, weil warum soll ich da so viel mehr Geld bezahlen? Und dann kann wenigstens jeder sehen, dass ich eine Fahrkarte gekauft habe. Ich wollte mal die Krankenkasse fragen, ob die einen nicht da unterstützt. Salz und Pfeffer, wann kommt das eigentlich rein? Mit dem Rotwein und Brühe ablöschen und den Kochen bringen. Jetzt wird das gewürfelte Fleisch dazu geben. Wieder aufkochen und bei kleiner Hitze 2 Stunden kochen lassen. Mhm. Mit Lorbeerblättern. Okay. Aha. Moin, Trollkobold. Oha, Trollkobold. Oder dödel ich schon so lange rum? Nee, tatsächlich nicht. Wie geht's dir, Trollkobold? Danke für dein Follow. Polometer. Es ist fast 1 Uhr. Was ist mit dir los? In die Nachtschicht? Du hattest eine Woche Urlaub, ne? War das nicht so? Ich kann mir auch nicht alles merken. Jetzt übertreibt man nicht. Ah, ist nicht so schlimm. Ich habe ja Zeit. Ich werde das zwischendurch halt dann mal probieren und dann werde ich das halt nicht essen im Stream. Dann ist das eben so. Hm, Röstarom. Okay, das freut mich zu hören, Kobold, dass es dir besser geht. Viele haben im Moment so eine Phase, aber ich würde sagen, es ist Zeit für den Rotwein auf jeden Fall. Gluck, 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 gluck. Alkohol. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt den Bock fett macht, wenn du da anfängst jetzt. Oh, es riecht. Ob du dir jetzt den vergammelten Wein reinmachst oder nicht. Signorie Gisson. Côte d'Iron Village. Lodin. Lodin ist ein Nebenort von meinem Opas Haus. 14% hat er tatsächlich.
Ja, der liegt schon aber seit 2011 hier. Also ich weiß nicht, ob der noch gut ist. Das ist halt so die Frage, ne? Ich habe den nie weggeschmissen. Und der ist, glaube ich, nicht von meinem Opa. Das ist Roja. Spanischer Wein. Ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Ich habe manchmal null Ahnung. Aber da ich keinen Wein trinke, der auch von 2011, glaube ich nicht, dass die überhaupt noch gut sind, ne? So, Brühe rein. Laber nicht so viel Brühe rein. So, wir sollen das jedes Mal... Der Brühwürfel ist halt unten im Ding da. So eine Scheiße, du, mit diesen Brühwürfeln. Müll ist das. Echt Müll. Ob du es heiß machst oder nicht. Mit der Wasser rein, ich lasse es dann da so liegen, weil vielleicht müssen wir noch mal was nachkippen. Muss ich da jetzt... Oh, Alter, riecht das nach Wein? Jesus Maria. So, wir müssen das jetzt ja einmal aufkochen lassen. Boah. Alter, wenn... Ich denke mal, wenn du es jetzt so isst, dann bist du besoffen, oder nicht? So, ich lasse das jetzt richtig kochen, weil das stand da ja auch. Und dann packen wir erst das Fleisch mit rein. Zeit für den Mund. Können wir gerne, Trollkobold, inwiefern? Das war ja wieder... Als wenn ich mich noch erinnern kann, was letzte Woche war. Was war denn letzte Woche überhaupt? Über was haben wir gesprochen? Dass du dich daran erinnern kannst, das war klar. Du bist ja mein zweites Gehirn. Aber ich nicht. Ah, okay. Meinst du, Gürkchen, ich kann den dann zum Kochen benutzen? Weil dann würde ich mal den spanischen Rotwein aufmachen, den von meinem Opa, den lasse ich noch drin. Den würde ich nicht anrühren. Aber der ist ja quasi falsch gelagert. Also habe ich mir gedacht, okay, viele haben mir gesagt, der wird schlecht sein. Deswegen habe ich den halt so da stehen lassen. Okay, wenn ich Bescheid weiß, dann kann ich das ja mal probieren halt, ne? Aller andererseits, was will ich mit einer 1-Liter Flasche? Ich glaube, das ist noch nicht, ist das 0,75? Ja, 0,75. Was will ich mit... Aber Moment mal. Wenn wir jetzt vom Rezept ausgehen, ne, sind das tatsächlich 0,75. Weil hier steht 300 Milliliter Rinderbrühe und Rotwein 0,70. Und wir haben jetzt ja 0,25. Ich meine, ich kann jetzt schlecht die Flasche aufmachen und den Rest da reinkippen. Ne? Dann haben wir ja Verhältnis mehr Rotwein als alles andere. Das geht nun auch nicht. Ich mache schon mal Salz und Pfeffer rein, wie auch immer. Wir kochen das jetzt ja wieder auf, dann kommt das Fleisch ja rein und dann das andere Fleisch auch noch, was als Abfall dient und dann die Lorbeerblätter. Müssen wir da einen Deckel gleich drauf machen oder was? Boah, ich habe das Chili con Carne ja die ganze Woche gegessen von letzter Woche, ne? Was wir Sonntag gemacht haben. Da habe ich nochmal nachgesalzen das eine Mal und habe es nicht umgerührt, habe es vergessen dann in dem Moment. Hab dann voll in den Salzlöffel reingebissen. Oh, Alter, war das versalzen. Naja, wenn man vergisst, das umzurühren, ne? Natürlich, ich vergesse doch alles, Trollkobold. Das weißt du doch. Ich habe ein Gehirn wie ein Sieb. Ich glaube, das war irgendwas Unangenehmes. Deswegen wollte ich schnell gehen. Daran kann ich mich nur noch erinnern. Ist eigentlich warm draußen. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich sehe nur, die Sonne scheint. Ist echt schönes Wetter. Ich gehe gleich sowieso raus. 16 Grad. Naja gut, ich kann mit diesem Hin- und Her-Wetter sowieso nichts anfangen. Und vielen geht es im Moment nicht gut aufgrund dessen. Ne? Und krank vor allen Dingen alle. Selbst Turas ist krank. Mich wundert, dass ich noch nicht krank geworden bin. Echt. Also dieses Jahr habe ich genau im richtigen Moment damit angefangen. Also ich rede jetzt davon von Vitamin C. Ich nehme ja sämtliche Präparate, haben wir uns gestern drüber unterhalten. Vitamin B12 und alles andere.
Ich habe genau im richtigen Zeitpunkt angefangen. Das schützt mein Immunsystem ein bisschen. Ich glaube, ich werde aber trotzdem noch ein bisschen mit reinmachen, weil mir ist das zu wenig Flüssigkeit. Das ist schon richtig so. Ich glaube, dass es zu wenig ist. Ich meine, okay, wir können dann nachher immer noch reinmachen, ne? Aber wäre doof, wenn. So. Ich widme mich ganz euch. Danke für den Tipp, Gürkchen. Okay, das werde ich mir dann merken, falls wir dann irgendwas nochmal mit Rotwein kochen. Kann ja sein, dass wir mal was machen mit Lamm oder sowas, ne? Ich glaube, Lammkeule hatten wir auch mal. Die Aspekte meines Lebens. Hast du die Peitsche? Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was ich darüber erzählen soll. Weil im Endeffekt, Trollkobold, brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist eine Reitgerte. Und ich habe sonst mit Peitschen nichts am Hut in den Ausmaßen, was ihr so denkt. Weil hinter mir hängt sogar ein Bild von meinem Pferd, was ich damals hatte. Und sogar, hattet ihr das nicht gesehen? Ich hasse immer Bilder hochheben, aber die Wand ist ja frisch gestrichen, weil ich immer Angst habe, oh, ist das Bild eingestaubt. Man sieht, ich wische nie Staub. Da war Tutti ja noch am Leben. Wer findet Tutti? Meinst du das, Gürkchen? Wenn ich rede an der Reitgerte zu Hause, das weiß ich nicht. Aber das war mein Pferd. Ja. Und der Sattel war richtig geil. Aber war schon ein geiles Hobby, ja. Muss man schon sagen. Und mit Tutti hat es auch Spaß gemacht. Tutti fand das auch toll auf dem Pferd. Die ist gerne mitgeritten. Allerdings, wenn es dann zum Trab ging, war es immer nicht ganz so lustig. Also Galopp war schon angenehmer für sie. Weil im Trab ist sie dann natürlich immer so hin und her geschunkelt. Also Trollkobold, du weißt schon mal zumindest, dass Gürkchen auf jeden Fall eine Reitgerte zu Hause hat, anscheinend. Das ist die Frage, Trollkobold, hast du eine Gerte zu Hause? Und wofür? Ich glaube, wir waren bei dem Thema letzte Woche, das ganz einfach. Ich habe sogar noch nicht mal ein Thema des Tages heute, ne? Obwohl wir letzte Woche ja auch nicht über die Farben geredet haben, so wie ich es gerne gehabt hätte, weil wir so vom Thema abgeschweift sind. Ja. Gärten. Ja, genau. Naja, du brauchst gar nicht zu hupen, Gürkchen, ne? Wir wollen erstmal wissen, wo du in Urlaub warst. Und gehst. Ja, hast du, okay. Oh, das ist mal so eine Frage. Ich kann sie ja mal holen, die Gärte. Ich muss mal selber gucken. Ich weiß gar nicht, wie lange muss ich das jetzt aufkochen? Ich habe keine Ahnung, ey. Und davon viel. Ich glaube, das ist keine Echtleder, das ist alles Kunststoff. Sogar der Lack ist schon an meiner Gerte, weil die auf der Heizung liegt. Darf man sowas überhaupt auf Tisch sein? Das ist definitiv Plastik. Weil hier, die meisten Gärten bestehen hier aus Nylon. Und das Ende ist aus Leder vielleicht, aber der Griff ist auch aus Plastik. Ich habe lieber die etwas kürzeren Gärten benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber eigentlich bin ich sowieso mein Pferd immer ohne Gerte geritten, weil das brauchte ich nicht. Aber ich war ja früher auch in der Reitschule und so weiter und so fort. Und für das ein oder andere Pferd brauchte man dann doch mal eine Gerte. Weil der eine oder andere Sack zu faul war, sich zu bewegen. Aber ich bin da eigentlich eher kein Freund von Gärten. Ich bin eher für die Sporen. Nein, auch da muss man vorsichtig sein. So, ich glaube, wir können mal mit dem Fleisch anfangen. Wundert euch nicht über die Speckwürfel, die gehören eigentlich nicht rein. Ich weiß, brauchen wir nicht drüber zu reden. Die müssen weg. Vielleicht geben die so eine besondere Note ab, nachher im Gulasch. Was ich diese Woche unbedingt essen wollte, war
Brot, so ein dunkles Brot mit Spiegelei drauf, ne? Und Butter, natürlich ganz wichtig, Butter. Das wollte ich die ganze Woche unbedingt essen. Hab's dann endlich gemacht und dann hat's noch nicht mal gut geschmeckt. Also nicht so, wie ich es erwartet hatte. Ah, muss das nochmal machen. So, Rind, Mint. Rindmint. Ich esse zu viel Fleisch in letzter Zeit, finde ich jetzt so. Ich wollte eigentlich im Supermarkt, das war letzte Woche im Angebot, wollte ich Valais kaufen, ne? Weil ich finde, Valais sind so die einzigen Produkte, wo echt lecker sind. Da gibt es einen Schnitzel mit Füllung Käse drin. Also nur Käse. Ich glaube, wir nehmen mal so ein paar Lorbeerblätter, ne? Nicht so viel. Und die sind echt lecker. Aber ich finde, der normale Preis ist halt ziemlich teuer. Und wenn du es dann im Angebot kaufst, was war das? 2 Euro, glaube ich. Das geht dann noch. Ich meine, im Moment kann man sowieso nichts mehr vergleichen, weil einfach nur noch alles teuer geworden ist und man gar nicht mehr weiß, wo man hingucken muss. Also das ist schon der Wahnsinn. So. Köcheln lassen, aber dann stelle ich noch mal ein bisschen runter. Ne? Das sieht aus wie so eine Also die Flüssigkeit ist mehr als genug, finde ich. Das sieht aus wie so eine Rotweinbrühe, ey. Die machen wir aber nicht zu heiß, wenn ich jetzt den Deckel drauf mache. So, dann können wir uns gleich dem nächsten widmen. Wenn das ja jetzt 3 Stunden lang kochen muss. Wie viel haben wir? 13 Uhr? Ja. Schwarz oder mit Glitzer? Ah. Nee, jeder hat vielleicht einen anderen Einsatz für die Gerte zu Hause, ne? Ich weiß gar nicht, warum ihr immer von mir so viel wissen wollt. Was für ein Einsatz. Ich habe noch nicht mal einen Mann hier. Soll ich selber hier mit der Gerte oder was? Wo lebt ihr eigentlich? Die Gerte ist für Einbrecher. Nee, da komme ich lieber mit der Pfanne, die ist sicherer. So. Next. Ja, dass man die Lorbeerblätter nachher rausnimmt, ist klar. Salz, Pfeffer, ja. Ah, guck mal, hier steht, dies ist ein Grundrezept für Gulasch. Man kann es wunderbar abwandeln, indem man zum Beispiel eine halbe Stunde vor Ende der Garzeit noch Sahne, Kartoffeln oder Paprikaschoten zugibt. Ha! Und es steht, also ich hatte doch nicht so unrecht, ich gebe immer noch Knoblauch dazu. Den mochte meine Oma aber nicht. Geil. Dazu schmecken Knödel jeglicher Art. Was esst ihr denn eigentlich zum Gulasch? Weil ich esse meistens immer eher Gulasch mit Nudeln. Mag ich total gerne. Knödel eher nicht so. Schall und Rauch. Ich will nichts wissen. Naja, wenn, dann will es auch immer Trollkobold wissen. Trollkobold ist eigentlich so, dass er schon eine Akte für mich angelegt hat, denke ich mal. Das ist wie mein zweites Gehirn. Der weiß, zu welcher Uhrzeit ich geboren bin, an welchem Ort. Der weiß alles. Der hat eine Akte für mich, wie gesagt, angelegt. Da steht alles drin. Jessica, die Mythologie. Das ist Mist. Ja, das stand da halt nicht. Und jetzt ist... Ja, wieso? Es geht doch rein tüdisch Gürkchen, wenn du das eben halt lange genug kochst. Und es ist mir egal, ob das jetzt in 2 Stunden kocht oder nicht. Ich will hier nicht bei Rewe einkaufen. Ja. Nee, in der Vergangenheit habe ich sie auch nicht mehr eingesetzt. Nicht da, wo ihr denkt. Zu Hause habe ich noch nie eine Gerte eingesetzt. Wo denkt ihr dahin? Ja, deswegen meine ich doch Gürkchen. Jeder macht es wahrscheinlich anders. Ja, okay. Du kannst gerne in dem Rezept, Moment, ich kann nochmal nachgucken. Du kannst gerne in dem Rezept auf Chefkoch eine Notiz hinzufügen. Aber ich möchte das eigentlich ungern schreiben. Aber es wäre schon witzig, wenn jemand darunter kommentieren würde.
Das Fleisch vorher anbraten, alles andere ist Murks. Das Rezept hat 4,7 Sterne von 5. Und hier kannst du halt Rehaugen hat kommentiert. Leider zeigt das Video an der Stelle die Zubereitung eines anderen Gulasch-Rezeptes. Alles klar. Okay, und hier sind Kritiken zur Mengenangabe auf jeden Fall. Aber keiner hat geschrieben, also es sind drei Kommentare, keiner hat geschrieben irgendwie, also von den Top-Kommentaren, keiner hat geschrieben irgendwie anbraten vorher, ne? Und ich frage mich auch, warum kommentiert das dann keiner da drunter? Weiß nicht. Vielleicht weiß es auch keiner, dass man das so am besten macht. Ich weiß es doch nicht, Gürkchen. Was esst ihr eigentlich heute? Ich finde es eher bedenklich, dieser Rotweingeruch. Den finde ich eigentlich eher bedenklich. Ich habe aber genug Sahne eingekauft für das, was wir jetzt machen werden. Insofern können wir das nachher noch mit Sahne verfeinern. So. Wir brauchen 24 Oreo-Keks und dahinter steht kaufen. Also ich würde ganz normal mal die nehmen jetzt hier mit zweimal Creme. Die habe ich noch gar nicht probiert. Sind da überhaupt 24 Creme, Kekse drin? Creme, genau. 11. Okay, ich muss mal gucken. Also für die Tat jetzt, ne? Ich muss mal gucken, ob das dann, das reicht ja nie und nimmer. Ich muss ja doch zwei Pakete nehmen und dann sind es 22. Na ja. Na gut, den Oreo-Shake wollte ich sowieso, also die Erdbeer-Oreos, die würden sogar ganz gut dazu passen, rein tütsch, weil das auch mit Erdbeeren ist, das Rezept. Eigentlich eher das Basiswissen. Ja. Für Leute wie ich, die nie in der Küche stehen, ist es kein Basiswissen. Trollkobold ist schon genervt, dem kreisen nur noch Peitschen im Gehirn rum. Aber anscheinend ja nicht. Danke für dein Raid, Pfotengeist. Willkommen in der Hut hier, alle neuen Zuschauer. So. 40 Gramm Butter, Philadelphia, Doppelrahmenstufe, 100 Gramm Zucker, 250, boah, ich hasse es immer, 250 Gramm Schlagsahne. In diesem Becher sind immer 200 drin. Und halt Beerenmischung. Das heißt Cream Pie. Was habt ihr gemacht, Pfotengeist? Ja, ich weiß nicht, ich kenne den Kanal nicht. Aber du kennst ihn anscheinend, Gürkchen. Naja, du kennst ja alle, ne? Interessant. Trollkobold, jetzt bin ich aber enttäuscht. Jetzt bin ich wirklich enttäuscht. Wundert mich. Das wundert mich stark. Ich hol mal, egal was wir dafür brauchen, ich hol mal eine Schüssel raus. Ich denke, die werden wir gebrauchen. Dings über mich. Oha. Trifft mich hart jetzt, ne? Marshmallows. Oh, die muss ich auch nochmal irgendwann allen arbeiten. Vielleicht könnte man die da auch. Ich habe auf jeden Fall, weil ich, man kann ja eine Beerenmischung nehmen. Also das ist ja Geschmackssache, was für eine Beeren man dazu benutzt. Ich habe aber dazu gewählt, mal den Blätterteig in die Tiefkühle packen. Ich weiß auch nicht, wo da der Unterschied ist. Ich habe die Beeren gewählt und die Erdbeeren, die sind ja immer so gezuckert. Daher müssen wir eigentlich rein theoretisch nicht so viel Zucker reinmachen. Und habe die extra vorher aus der Packung rausgenommen, weil ich wusste, dass sie rumsitschen. Also, dass die definitiv... Dann wäre alles flatsch gewesen in meinem Kühlschrank. Also zumindest nicht, wenn man es nicht in der Tiefkühle lässt. Es gibt doch
doch, es gibt doch so einen Film, wie hieß denn der noch? Mit auch einer sehr schönen Schauspielerin, wo der Mann auf jeden Fall sie verführt und sowas. Sie ist dann neu eingezogen und er ist halt so ein übelster Stalker und er hat so ein Zimmer, wo überall Bildschirme sind, über die ganzen, und das ist so ein Hochhaus, über die ganzen Parteien der ganzen Wohnung. Da muss ich jetzt gerade dran denken. Ihr kleinen Verrückten. Moin, Lino. Hallo, Frau Unikat. Oh Gott, bitte nicht so förmlich. Ich bin zwar schon alt, aber so alt nun auch noch nicht. Nee, 8 Uhr, glaube ich, war das, Trollkobold. Ich dachte, ich hätte das erwähnt. Was darfst du in die Akte eintragen? Na, alles, ne? Alles, was du weißt. Matrix. Ja, nein, das, ich hatte jetzt so gerade dran gedacht und es gibt ja einige. Ich finde das ja auch ganz cool, ne? Wenn ich da am Streaming-Bürotisch, sag ich mal so, sitze und dieser Fernseher irgendwann mal in diesen zig Jahren kaputt gehen sollte. Ich meine, der ist von 2016, also ein paar Jährchen kann er nochmal halten. Dann werde ich mir auf jeden Fall auch so eine Curved-Monitor holen und wahrscheinlich dann so 3 oder 4 Stück. Um alles besser, oder nur 2, weiß ich noch nicht, um alles ein bisschen besser in Übersicht zu haben. Aber das ist schon geil, ja. Bei mir ist halt nichts normal, ne? Ich habe einen Monitor. Es ärgert mich halt so ein bisschen noch, ne? Wie wenn ich dann am Computer irgendwann zocke und mit dem Bildschirm. Eigentlich ist es schon echt Fuchs, ne? Dass ich den anderen Fernseher so an der Wand habe und dass ich den nur so umklappen brauche. Aber der Fernseher auf dem Bürotisch, der ist halt zu groß. Der schneidet immer die Hälfte des Bildes schon ab. Achso, die 18 Kekse fein zerbröseln und mit der geschmolzenen Butter vermengen. Auf dem Boden und an den Rand der Springform. 24 cm? Oha. Ich denke mal, das ist ja das Cream Pie. Okay, gut, es ist doch ein bisschen höher. Aber ich denke mal, wir können ganz einfach so ein Tachding nehmen. Werde ich wahrscheinlich benutzen, weil dann kann ich das mit Backpapier ein bisschen auslegen. Ah, ich überlege gerade. Ich wollte ja irgendwann mal umdenken auf das wiederverwendbare Backpapier, ne? Aber ich überlege gerade, dass wenn ich sowas mache, brauche ich ja sogar Backpapier dafür. Da kann ich ja nicht das wiederverwendbare nehmen, weil das ist ja viel zu störrisch. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt... Moment. Ich könnte ja eigentlich das nehmen. Das ist neu, oder? Nee, das ist nicht neu. Das ist nicht so hoch. Nee, was ich meinte, es war das jetzt hier. Da würde ich dann Backpapier mit reinlegen, aber das ist nicht hoch genug. Sonst lass uns doch das nehmen. Da muss ich es aber einfetten. Naja, also dafür würde ich dann, was weiß ich, Backpapier nehmen. Und das könnte ich ja nicht mit diesem Störrischen machen. Die Nachbarn gehen schon wieder Gassi mit ihren Kindern. ja, gut, dass wir das, den Butterschmalz doch draußen gelassen haben für die Form dann, ne? Weil egal, ich glaube, das ist eine Tarte, die nicht gebacken wird. Aber nichtsdestotrotz wird es ja trotzdem kleben, oder? Warte mal. Vielleicht müssen wir nur den Boden backen. Ich lese mir wie immer die Rezepte ja vorher nicht durch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream auf jeden Fall. Pfotengeist, ich muss mal beim Kanal vorbeischauen. Aber ich sag jetzt schon, nee, es ist kein zum Backen. Ja, dann brauchen wir eigentlich auch kein Butterschmalz. Nee. Kühlschrank. Ist nicht interessant. Was? Notieren Sie 8 Uhr, genau. Lino, das steht über mir tatsächlich. Wir machen heute eine Oreo-Tart und Gulasch. Gulasch. Ja, warte mal, ich gucke mal bei Pfotengeist heute auf dem Kanal hier. Also ich danke auf jeden Fall schon mal für den Raid, aber ich bin kein Twitch-Gucker. Sage ich gleich von vornherein, das sage ich immer. Weil ich lasse auch gerne ein Follow da, aber ich gucke halt keine Twitch-Streams. Ich bin unhöflich, ich weiß. Ist nicht normal. Pfotengeist. Oh cool, die Kameraperspektive, die Pfotengeist... hat, die wollte ich auch mal machen, aber es ging mit meiner Dunstabzugshaube nicht.
Ich wollte es gerne versuchen, aber nee. Hat nicht geklappt. Ich habe halt keine gemachte Küche für Streams, ne? Ich muss euch das immer in die Kamera halten. Wobei hast du denn jetzt eigentlich gedacht, Trollkobold? Wieso 4? Nee, 8 Uhr bin ich geboren. Wurde mir so gesagt. Genau weiß ich nicht, wann ich rausgeflutscht bin. Trollkobold bleibt immer dran, Göckchen, das solltest du wissen. Ja, er ist immer noch bei der Peitsche. Nein, Trollkobold, nein. Du bist wie so ein kleines Kind, was man immer so ein bisschen... Nein, es werden heute keine Süßigkeit gekauft. Sie hat es gesagt, genau. Sie hat es gesagt, die Chefin hat gesprochen. Na, dann brauchen wir auch... Ah, ich überlege. Ich packe es erstmal besser. Weil ich würde dann jetzt... nee. Völlig unorientiert hier. Organisiert, meine ich. Ich würde dann jetzt die Kekse aber hier drin zerbanschen. So wie wir es immer machen. Mit diesem Mörser da. Dings. Für Cocktails. Aber ich will ein Oreo-Keks aber mal zumindest probieren. Weil ich die noch nicht kenne. Ich finde die Golden Oreos ja richtig geil. Da machen wir dann nächste Woche den Shake drauf. Auf jeden Fall. Das wird mit weniger Keksen auch okay sein. Weil da stand ja 18 Kekse. Also ich denke mal, dass ich gleich für Deko einen übrig lassen soll. 4. Aber ich schmecke da jetzt nicht doppelte Creme raus, ne? Also wir brauchen 24, das heißt 6 muss ich zurücklassen. Weil es sind ja nur 18. Ich habe zu wenig Kekse für den Boden. Ich überlege, ob ich eine kleinere Springform nehme, ganz ehrlich. Pack mal hier beiseite. Muss ja eh 100 Mal wischen. Boah, die schmecken gut. Die schmecken richtig geil. Nee, ich mach das so. Weil wir weniger haben und fertig. Ich nehme an, das ist ja viel zu groß. Machen wir das und fertig. Stapeln wir nach oben. Das ist ja eigentlich scheißegal. Ja, wir können mal alles umändern. Was war oben, was war unten? So. Ja. Die ist wenigstens auch clever gemacht, weil da ist der Rand so, dass es auch gar nicht auslaufen kann. Diese Billig-Scheiße da, das funktioniert ja immer nicht mit dieser Herzform. Hätten wir auch nehmen können, ist glaube ich sogar einen Ticken größer. Aber egal, wir machen jetzt rund. So wie die Oreo-Kekse. Rund. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich mal einen Mixer bestellen, irgendwann. War auch richtig günstig. Von WMF aber. Und die anderen sind halt so teuer. Und der ist schon die ganze Zeit bei Amazon auf der Liste, aber ist nicht lieferbar. Volle Wurst, habe ich mir nur gedacht. So. Ah, Entschuldigung, wir müssen ja noch die Butter machen. Ich meine, okay, die Butter braucht jetzt nicht so lange, aber wir sollten die schon mal zerlassen, ne? War ja 50 Gramm. Ich packe das jetzt doch weg. Scheiß da unten drauf. Wenn ich es gleich wieder auspacken muss, dann kriege ich die Krise. Es läuft nicht ohne Chaos. So. Butter. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Butter habe. Ich nehme sonst den Butterschmalz. Hatte ich nicht letzte Woche, wisst ihr das nicht? Warum wisst ihr das nicht? Hatte ich nicht letzte Woche extra, ja doch hatte ich. Ah, jetzt yes, ist Peach. Weil ich habe ja sonst mal nur die gesalzene Butter draußen und ich habe doch letzte Woche die in der Tiefkühltruhe die Butter wieder aufgetaut. Das wäre es jetzt gewesen. Weil steinharte Tiefkühlbutter hätten wir nicht nehmen können. Einmal hier auf niedrigste Stufe und fertig.
da die gute Mägle. Liebe diese Butter. Das ist wenigstens die einzige Butter, wo noch Butter drin ist. So ungefähr 50 Gramm, ne? Ja, nur um das zu vermengen. Ich hatte aber schon mal so einen Oreo-Boden gemacht. Also das ist nichts Neues. Allerdings kann man ja jedes Mal auch andere Kekse nehmen, ne? Es ist nur kompliziert, das wieder hier umzurühren. Weil die Creme, ne? Das Messer für alles. Ja, aber es geht. Machen wir sowieso gleich was anderes, um das umzurühren. Ja, wäre das alles ein bisschen trockener, dann würde es auch besser funktionieren. Aber so haben wir das schon mal gemacht. Ich wette, man kann Oreo, ja, die kamen wir jetzt mal zum Mixer. Auf jeden Fall, ich wette, man kann Oreo auch im Mixer packen und dann wäre es auch gut gewesen. Also sieht jetzt aus. Es ist egal, ob wir das jetzt minimal pürieren oder nicht. Deswegen wollte ich jetzt gerade den Pürierstab nicht rausholen. Weil lieber lasse ich das ein bisschen so brockig, anstatt das fein gemahlen zu machen. Das wäre ein bisschen zu übertrieben. Ich glaube, ich nehme so gleich was zum Umrühren. Kann man ja abschleckern, ne? So. Aber dann wird die Akte ja ganz schön voll, ne? Stell dir mal vor, du notierst alles, was so in Jessys Stream hier immer vorkommt. Oh Gott. Ups. Da ist ja dann ein ganzes Buch. So einen ganzen Ordner. Ich war am anderen Ende. Was? Und schon wieder nach oben scrollen. Das hättet ihr wohl gerne. Peitsch in den Schranken. Obwohl ich glaube, Trollkobold ist, glaube ich, nicht der Typ für Peitsche. Also er verteilt eher, anstatt dass er einkassiert. Obwohl, ich habe euch ja auch schon, was die Einrichtung betrifft, falsch eingeschätzt. Also vielleicht beantwortet das Trollkobold auch. Ja, genau. So, genau, so wie ein richtiges Kind, so mit den Füßen stampfen. So, genau so. Da reden wir über Gulasch. Ihr habt immer noch nicht gesagt, was ihr heute zu essen macht, außer Pfotengeist hat Curry gemacht. Ich weiß immer noch nicht, was man unter Curry versteht. Ist es mit Hühnchen oder. Gularsch peitschen. Oh, ihr sabbelt eine Scheiße, das ist unglaublich. Gulasch einfrieren, nee, ist klar. Und dann peitschen. Ihr habt sie echt nicht alle. Also es riecht schon ganz schön streng, aber nach Rind und Rotwein. Also es ist okay. Es ist richtig. Anscheinend. Wisst ihr, was ich in meiner Freizeit mache? Zocken. Gestern habe ich noch, ich weiß, dass viele das gern gesehen hätten, dass ich den Stream nochmal anschmeiße. Ich habe ja fast vier Stunden gestreamt. Und dann habe ich Mittag gegessen. Und dann habe ich mit Thoras halt noch ein bisschen gezockt. Und dann wurde es irgendwann Abend. Ich brauche hin und wieder mal offline zocken. Also ich zocke gerne für mich auch alleine. Das ist nicht so. Und dann dieses Farming und keine Ahnung was. Thoras mag das ja nicht so. Aber wir quatschen ja ganz gerne dann noch eine Party und so. Und das sind keine Gespräche, die für den Stream sind. Fertig. Geht euch nichts immer alles an. So, das mache ich gerne in meiner Freizeit. Wirklich. Da ist keine Zeit für irgendwelche Peitschen und was weiß ich, was ihr euch da möhren. Aber wieso die Kekse einfrieren? Achso, dann klebt die Creme nicht so. Ah, okay.
Na ja, gut, die klebt gleich sowieso, wenn wir gleich spätestens die Butter da reinmachen. Vermutlich. Ja, recht hast du. Das ist genauso wie Banane, tiefgefroren, ne? Also müssen sowieso die Brösel mit der Butter vermengen und auf den Boden in den Rand der Springform drücken, ja. Und dann in den Kühlschrank packen, wenn wir den Rest zubereiten. Ich werde das auch nicht zu heiß machen da mit der Butter. Ich warte das, bis es ein bisschen flüssiger noch ist. Und dann vermenge ich das. Das wird ja gleich so eine Matschepampe, wenn ich die andrücken muss. Den Keks für die Dekoration beiseite legen. Haben wir gemacht. Obwohl, also den Erdbeer finde ich echt gut. Es gibt aber, bin ich der Meinung, noch einen anderen Strawberry. Muss ich mal kurz gucken. Weil das ist jetzt Vanille und Strawberry. Ich zeige euch mal gleich, welche ich meine. Was? Es gibt Oreo-Erdnussbutter? Krass. Erdbeerkäsekuchen war das. Cheesecake, genau. Das wäre eh nichts für mich. Der hier. Es gibt Zettel. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Sorten es an Oreo gibt, ne? Aha, warum lädt denn das schon wieder nicht? Es gibt sogar Carrot Cake. Oh mein Gott. Das muss ja eklig schmecken. Es lädt einfach nicht. Es lädt einfach nicht. Ich meine die da. 8,90 €. Geisteskrank. Ach, warum auch immer das schon wieder nicht lädt. Ich kann das auch so zoomen. Okay, gut zu wissen. Das ist ja widerlich. Also das würde ich... Hallo! Das würde ich nicht essen. Danke für den Fokus. Das würde ich definitiv nicht essen. Aber auch sowas gibt's, ne? Hier, und was ich meine, es sind die hier. Die finde ich richtig geil, obwohl ich keine Minze mag normalerweise, aber die schmecken mir, ne? Mann! Fokus! Fokus! Ja, alle machen immer die Hände davor. Aber das bringt ja auch nichts. Ich hasse sie manchmal. Naja, ihr seht sie auch so. Oh, diese Kamera. So. Sahnesteif. Was? Überall Oreo-Keks jetzt hier. Okay, dann machen wir mal gleich die Sahne. Oh, ich muss meinen. Na, erst mit dem Teig, aber. Oh, da ist jetzt auch schon zu laufen. Muss ja den Mixer mal rausholen da, ne? Und schon wieder einen Becher, den wir dann brauchen, wo wir die Sahne reinmachen können. Wie viele wir heute verbrauchen, ja? Gott sei Dank habe ich davon 10.000 Tonnen von diesen Dingern. Und noch andere. Und Messbecher. Und. Also mehr als genug. So. Los geht's. Ich hoffe, die Butter ist nicht zu heiß. Das wäre ein Missgeschick des Jahrhunderts. Ja, es dampft. Nehmen wir mal den Löffel. Nicht den. Den hatten wir in der Brühe. Das wäre nicht so lecker. Ich wollte heute mal nicht so viel Geschirr eigentlich verbrauchen, weil ich habe gerade eine Geschirrspülmaschine angemacht gehabt. Ja, es geht. Wahrscheinlich wäre es einfach gewesen, wenn es Pulver gewesen wäre. Aber egal. Ich nehme den Boden auch so. Wie geht das aber eigentlich mit dem Löffel ganz gut, das umzurühren? Wenn man jetzt nicht wüsste, dass es Oreo-Keks ist, sieht es echt ekelhaft aus, ne? Also wirklich. Es dürfte ja mehr als genug sein für die etwas kleinere Springform. Ja, moin. Der Keks ist gar nicht. Okay,
mit den Händen wäre es besser gewesen. Okay, ich revidiere. Mit dem Pürierstab wäre es besser gewesen. Ich revidiere ja schon. Es ist aber nicht schlimm. Doch, es ist schlimm. Weil dann hätten wir das wesentlich feiner gehabt, auf jeden Fall. Wir haben jetzt einen ziemlich crunchigen Boden, auf jeden Fall. Und wir müssen das verteilen, dass da auch keine Lücken bleiben. Wäre zumindest super. Ja, doch, sieht gut aus. Wie gesagt, feiner wäre besser gewesen. Ah, mit Butter dann noch? Yes. Kalorien hoch 3. Brauchen wir nicht drüber zu reden. So, wo packe ich das jetzt hin? Darüber hat noch keiner geredet, ne? Oh. Mein Kühlschrank ist doch voll. Och, Manu. Ich habe doch keinen Platz. Mal ganz im Ernst. Doch, es geht. Sahne-Steifstangen. War das kompliziert mit der Sahne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich mache das so selten. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die Kuchen mit Sahne isst, ne? Muss ich gleich dazu sagen. Mögt ihr eigentlich Sahne? Haben wir noch nicht drüber geredet. Kalbschnitzel? Lecker. Das war's. Du musst das mal machen, was ich gemacht habe vorletzte Woche, Trollkobold. Dieses, ich vergesse jedes Mal den Namen. Das ist so lecker, glaub mir. Das musst du mal nachkochen. Vorletzte Woche, Trollkobold. Was habe ich da gemacht für ein Schnitzel? Ich weiß nicht den Namen. Ich habe das in meine Hauptsammlung gepackt, weil das Rezept so gut war. Warte. Piccata Milanese. Ja, Piccata Milanese. So lecker. Solltest du machen. So lecker. Siehst du, Göckchen sagt das sogar vor 2 Wochen. Ich blättere mal in der Akt. Ah. Nicht bei mir. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht bei Trollkobold. Stell mal vor, ich würde jetzt hier stehen, eine Peitsche in der Hand haben und die Sahne... Ach, ihr seid verrückt, echt. Ihr seid verrückt. Wo kommen wir denn dahin? Damals. Als die Jugend noch vernünftig war. Solltest du mal machen, Piccata Milanese. Ich muss mir das echt mal merken. Ne? Das war so geil. Es hat so lecker geschmeckt. Solltest du machen, Trollkobold. Wieso? Moment mal. Die ganz andere Frage ist, kriegst du Besuch? Aha. Aha. Sehr interessant. Das Problem war, ja, ich habe Glück gehabt. Das Problem war, glaube ich, bei Sahne, dass viele da Sahne steif reinmachen. Jetzt weiß ich es wieder. Ich mache das immer nicht. Es geht aber. Es war vielleicht noch ein bisschen cremig, aber ist okay. Wir wollen das ja auch nicht als Sahne benutzen. Kann man so verkaufen. Oh, aber der Behälter war scheiße. Deswegen habe ich gerade auch so mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe noch einen anderen, der höher ist und der schmaler ist. Der ist eigentlich besser, um die Sahne anzuschlagen. Da kommt nicht so viel Sauerei nach oben. Weil das spritzt ja natürlich auch, ne? Nicht das. Ach, ist nur versaut hier heute. Ist nur versaut. Was ihr alles schon wieder denkt. Unmöglich.
glaube, ich sollte euch mal wirklich in die Kirche schicken für 2 Wochen. Ehrlich. Schlimm, du. Aber wirklich. Ab in die Kirche mit euch. Stell mal vor, ihr würdet wirklich in die Kirche gehen, ab zu den Nonnen und dann wiederkommen. Ich denke, das wird böse enden. Die restlichen Kekse zerkleinern? Nicht dein Ernst. Oh! Ich würde dann jetzt wieder den gleichen Becher nehmen, weil wozu soll ich denn einen neuen nehmen? Moment. Man sollte auch mal ein bisschen... Ich lese mal nicht sofort alles, ich weiß. Philadelphia und Zucker in der Schüssel mit dem Handmixer vermengen. Oh, ich habe den gerade weggepackt. Die gehackten Kekse unterrühren und 200 Gramm Schlagsahne unterheben und die Masse auf den Keksbohlen verteilen. Siehst du, sag ich doch, die wird nicht da oben drüber gemacht. Was? Ey, wir haben schon wieder so ein Phänomen. Den Pipe für 2 Stunden lang in den Kühlschrank stellen. In der Zwischenzeit die rettlich geschlagene Sahne im Kühlschrank aufbewahren. Ah ja. Nein. Ja, ja, okay, gut. Wir können dann am Ende auf jeden Fall, wenn wir den Kühlschrank gepackt haben, danach das mit Erdbeeren garnieren. Ich glaube, die Erdbeeren werden auch ein bisschen viel sein, aber gut. Ich überlege gerade, wie wir das machen, ob wir das in der Schüssel da machen. Weil wir werden ja, eigentlich ist es scheißegal, wir können den Philadelphia da auch da reinmachen mit den Keksen, weil wir müssen es ja eh danach vermengen. Und dann mit der Sahne und so. Wir zerkleinern die jetzt erstmal, dann machen wir den Philadelphia rein mit ein bisschen Zucker. Ich will nicht übertreiben, weil wie gesagt, die Erdbeeren, die haben ohne Ende Zucker. Und ich mag es ja gerne süß, das wisst ihr, auf jeden Fall sehr süß. Aber man muss ja auch nicht Diabetes bekommen, ne? Nicht übertreiben. Ich kriege eh schon immer Diabetes bei dem, was ich mache. Das ist ein bisschen too much, ne? Des Guten. So, es geht wieder los. Es geht schon wieder los. La 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 la. Ich höre meine Nachbarn so selten in letzter Zeit oben. Seitdem die mit dem Bohren fertig sind. Und gestern Abend haben die tatsächlich um 21 Uhr angefangen zu bohren. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Sonst höre ich den ganzen Tag von euch nichts. Und dann auf einmal um 21 Uhr läuft. Meine Lieblingsnachbarn. Okay, reicht. Ich brauche noch. Ich habe das Gefühl, ich verbrauche heute wieder zu viel Sachen. Was sagt ihr eigentlich dazu? Was schätzt ihr denn jetzt, wie lange ich diese Hose nicht mehr anhatte? Darüber haben wir noch nicht geredet, weil ich habe ja jetzt gesagt, die hatte ich schon ein paar Jährchen nicht mehr an, so ungefähr. Reden wir nicht drüber. Also ich überlege jetzt gerade. Ich hatte nämlich erst geguckt im Regal und dann habe ich gedacht, wie teuer ist das denn? Habe Buko gesehen für 1,19 Euro. Das andere war alles viel, viel teurer. Und dann habe ich gesehen, aha, kurz vor Ablaufen, 93 Cent, nehmen wir mit. Mir ist es ja egal, ob es Philadelphia leicht ist oder nicht leicht. Das ist mir völlig wurscht. Da kommt eh Zucker rein. Also wenn es danach geht, auf die Kalorien, als wenn ich darauf achten würde, ne? Spare den jeden Cent, weil alles teuer. Das ist echt der Wahnsinn, wie teuer das alles geworden ist. Ah ja, Zucker. Genau. So, was schätzt ihr? Also, ich überlege. Reichen. Nicht zu viel. Ich überlege wirklich, ob ich da Marshmallows reinmache, weil die lachen mich gerade so an. Wir haben ja hier noch ein paar übrig. Ich glaube, ich mache die tatsächlich mit rein. Nicht so viele, aber ein bisschen. Als Garnitur dann gleich, so mäßig. Ne, wir machen das vielleicht mit rein. Das ist sowieso jetzt erstmal vermengen. Das wird ja hier ein Kraftakt. Da muss ich da nochmal Sahne reinmachen. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja? Nein? Vielleicht?
Seid ihr schon wieder eingeschlafen? Weil hier steht, alles verrühren und dann 200 Gramm Schlagsahne unterrühren. Das muss dann die sein, weil... Ja, doch. Okay. Ja, das ist die. Weil da steht ja nicht nochmal irgendwie 200 Gramm Schlagsahne. Warum schreibt man denn nicht die geschlagene Sahne? Das irritiert doch. Das war dann ja zutreffend, dass wir die Vanille-Oreo-Erdbeerkekse genommen haben. Mit den Erdbeeren da oben drauf. Oh, das wird richtig lecker, ey. Ich liebe Oreo-Rezepte. Habe ich das schon mal erwähnt? Nö. Weil, kommen wir nochmal zu diesem Lieblingsrestaurant von mir, Burger King. Burger King hatte mal eine Zeit lang Oreo-Shakes. Ich weiß nicht, ob sie die immer noch haben. Aber die waren lecker. Mittlerweile würde ich da jetzt nichts mehr essen. Aber gut, das wusste ich vorher nicht. Alter, damit haben sie sich aber auch so ein Eigentor geschossen, Burger King, mit diesem Skandal. Wenn man bedenkt, die haben ein richtiges Hoch gehabt, weil plant-based und so weiter, vegane Sachen. Und dann schießen sie sich so ein Eigentor. Ich weiß nicht, ob ihr das schon alle mitbekommen hattet. Burger King ist aktuell im Verruf, weil die da nicht so nette Sachen machen. Ah ja, jetzt wird es auch cremiger. Dann können wir da Marshmallows reinmachen. Sehr schön. Wir heben die Sahne nett unter. Jetzt wird das eine schöne Masse. Ich kann mir vorstellen, dass die Tarte richtig gut schmeckt. Natürlich auch schön süß. Unser i-Tüpfelchen sind dann die Marshmallows. Warum nicht? Die großen kann ich ja nicht nehmen. Die sind ein bisschen zu groß. Aber ich mache immer halt keine Marshmallows rein. Das ist schon wieder lange her, dass ich mal welche überhaupt beim Backen oder sowas irgendwie benutzt habe. Warum nicht? Eigentlich sind die gut geeignet für Kakao, muss man dazu sagen. So, bevor ich meine Hände wasche, hole ich dann das mal wieder raus. Wir müssen es ja eh gleich wieder in den Kühlschrank stellen. Und dann kommt auf diese Oreo-Unterbodenmasse halt die Creme drauf, ne? Ich weiß nicht, ich würde die Erdbeeren halt später rein raufpacken, ne? Weil die Masse soll ja ein bisschen gekühlt, im Kühlschrank ein bisschen erstmal hart werden. Und dann, ich werde nur gleich nochmal was anderes benutzen, nicht das, weil damit kriege ich schlecht hier alles raus. Sorry für den Lärm. Nicht. Oh, lecker. Schmeckt halt richtig geil, ne? Also da kann man nichts sagen. Hiermit kriege ich das nämlich besser raus. Gewaltfreier. Aber ihr steht hier auf Gewalt. Hattet ihr das jetzt schon mitbekommen oder nicht? Würde mich mal interessieren. Ich habe das, wie gesagt, nur durch Zufall gesehen. Und ich wusste nicht, dass es vor 8 Jahren schon mal so einen Skandal gab. Ja, auch nicht immer alles mit. Aber was ich da gesehen habe, alter Schwede, ey. Mit Mäusen in den Brötchen und für manche Leute ist es ja natürlich echt schlimm, ne? Wenn sie dann veganen Burger bestellen und dann, ach ja, wir haben keine veganen Patties mehr, dann packen wir einfach mal ein Fleischpatty drauf. Lol. Alter Schwede, ey. Also man könnte, ich denke, man könnte jetzt schon die Erdbeeren drauf tun. Ich muss hier ausprobieren. Oh, lecker. Also das ist echt gut. Mach das mal so zu. Ich sag ja, sie sind wieder eingeschlafen. Ich kriege schon wieder keine Antworten mehr. Ach Manu. Lassen Sie mich hier mit dem Gulasch alleine und hinterher sind Sie immer am Meckern, dass ich dann doch so früh weg bin, ne? Ja, ja. Wenn sich keiner mit mir unterhält. Okay, wir probieren es mal. Weil dann habe ich es gleich erledigt. Ja, es geht eigentlich. Also es sackt jetzt nicht ein.
natürlich wäre besser, frische Erdbeeren zu nehmen. Das brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber Jessi hat auch keine Saison im Garten. Ich habe nur einmal im Jahr Erdbeeren rein, theoretisch. Ich habe gedacht, eigentlich dadurch, dass wir so lange Sommer hatten oder so, dass ich noch das zweite Mal tragende Erdbeeren habe. Aber nee, war nicht so. Süß, ey. Aber wie gesagt, die sind auch stark gezuckert, ne? Soweit ich das weiß. Ich weiß nicht, wie es bei der Beerenmischung ist, aber da ich nicht so gerne für die Mischung bin, habe ich lieber die Erdbeeren bevorzugt. Außerdem mag ich gerne Erdbeeren. Nur es sind ein paar viele. Eine bleibt übrig. Oh. Mm. Oder auch zwei. Mm. Nee. Allerdings bin gerade irritiert, die sind gar nicht so bezuckert. Also ich weiß es nur vom letzten Mal, als ich die da rausgeholt habe. Ja, zurückkuppelt, ich guck gleich. Jetzt überlege ich wirklich, ob ich zu wenig Zucker genommen habe dann. Hm. Ich lese gleich. Hä? Aber da stand doch auch drauf gezuckert. Warum sind die so sauer? Also ich habe die, wie gesagt, schon mal gekauft und da waren die übelst gezuckert, so richtig extrem. Und das hat nicht gut geschmeckt. Mag ja gern Zucker, aber nicht zu viel, ne? Also nein, nicht übertreiben. Das ist gleich echt meine Spüle aufräumen. Boah. Aber so sieht's doch ganz geil aus, ne? Ich meine, natürlich, man kann immer mehr machen mit Deko, ne? Aber das ist schnell gemacht, eigentlich rein theoretisches Ding. Wenn man es dann in der Kühlung hat und noch länger drin lässt, man kann das ja vorbereiten, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, Besuch bekommt oder so. Machst du den Kühlschrank und dann hast du eine geile Tacht für deinen Besuch. Also das ist doch echt lecker. Ja. Ah, nee, pass auf, pass auf. Also ich hab dir davon nicht gehört. Nicht nur das. Dann kamen die Maden aus der Küche. Und der Brüller, den fand ich auch, immer wenn die nach unten gegangen sind, da war eben halt so die Kühlung. Nein, wir reden nicht so gern über mich, nee. Ob ihr das kennt, den Burger King-Bericht, den Skandal. Treu Kobold. Ja, und dann sind die eben halt immer nach unten mit dem Fahrstuhl in die Kühlung rein. Und die Mitarbeiter haben gesagt, nee, uns ist zu kalt da unten, deswegen machen wir immer die Kühlung aus. Oh Gott. Dass man da aber auch nicht mitdenkt, ne? Dass wenn die Kühlung unterbrochen wird, kannst du die ganzen Produkte eigentlich im Müll schmeißen. Weil sobald die Kühlung unterbrochen wird und da waren halt nur noch 9 Grad drin, anstatt minus 18, also minus 9, glaube ich, oder 9, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Naja, dann kam da irgendwie so Wasser raus von den Abflussrohren und keine Ahnung, dann waren da Pisse und ach, hör auf. Die Maden noch dazu, der Salat und dann wird das immer etikettiert und das Datum einfach verschoben von längst abgelaufen zu noch länger haltbar. Also das ist echt krass, was man da gesehen hat. Habe ich gehört, ja. Musst du dir mal angucken. Brauchst nur auf YouTube eingeben. Das ist echt krass. Also die, ich weiß nicht, wie die heißen, die das aufgedeckt haben. Aber da wurden ja auch Mitarbeiter gefragt und so weiter und so fort. Also boah, richtig übel, ey. Gut, dass ich, wie gesagt, nicht so gerne bei Burger King esse. Also das kann mir dann egal sein. Aber ich weiß nicht mehr, wie es ist bei McDonald's. Also ich habe ja mal bei McDonald's gearbeitet. Das ist aber jetzt schon mittlerweile 20 Jahre her. So, und damals war es definitiv so, dass unsere Filialarbeit, Frau da, die hat wirklich rigoros auf alles geachtet. Das heißt, wenn ein Burger in der Auslage länger als 10 Minuten lag, der wurde halt weggeschmissen. Ne? Wir haben ihn ja meistens gegessen, weil er war ja noch gut. Aber da wurde penibel auf alles geachtet. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es heute ist. Ne? Ja, das auch, Trollkobold. Ja, und da hat halt der letzte Rest gearbeitet. Ne? Der hat das Fleisch aus diesem Behälter geholt. Und er hat so sein Gesicht verzogen, also der Mann wurde weggeblurrt, der war ja anonym.
Da, und die Reporterin fragt oder die Praktikantin fragte dann so, ja, warum verziehen Sie so Ihr Gesicht? Ja, das riecht schon komisch. Guckte dann da so drauf. Ja, ach, kann man noch einmal benutzen. Und dann haben die das immer so mit Wasser beträufelt, damit das wieder nicht so trocken ist, sondern wieder schön saftig. Boah, ekelhaft. Ekelhaft. Das Fleisch war halt schon so halb weggegammelt. Und dann hat sie das auch in der Kamera gezeigt, ne? Ey, das würde ich noch nicht mal einem Hund zu essen geben. Wirklich widerlich. Ich war sonst. Ja, das wirst du dir nach dem Bericht echt überlegen. Vor allem, das sind keine Filialen irgendwo auf dem Lande gewesen, sondern mitten in der Innenstadt. Geil. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei McDonald's ist, aber ansonsten hätte McDonald's ja auch schon mal einen Skandal gehabt. Ich kann es zumindest nicht so sagen. Ich habe schon bei McDonald's gearbeitet und es war okay. War absolut hygienisch rein. Gut, der Boden ist immer ein bisschen eklig, aber naja, gut. Das ist halt überall so, ne? Ich überlege gerade, ob das wirklich auch von diesem ganzen fritösen Fettscheiße da kommt. Weil bei McDonald's war das, ist also, wir haben hier einen im Ort und da ist es auch immer so, da kommst du in den Laden rein und der Boden hat immer so eine Art Fettschicht. Oder sie machen den halt nicht richtig sauber, ich weiß es nicht. Aber so wie so ein Fettfilm. Und bei McDonald's ist, finde ich, irgendwie gang und gäbe, dass der Boden immer so eine Art Fettfilm hat. Ich weiß nicht, ob sie da falsches Putzmittel benutzen oder ich weiß es auch nicht. Weil die latschen da ja zwischendurch durch mit dem Wischer. Und da hast du das Gefühl, ob die jetzt nur wischen oder in China fällt ein Baum um. Ne? Da hat sich so gar nichts getan. Das ist echt merkwürdig. Na gut, aber ich esse ja nicht vom Boden. Also das finde ich ist noch, das ist noch zu verkraften auf jeden Fall. Aber Mäuse und Maden nicht so gerne. Also ich möchte das immerhin noch selber entscheiden, ob ich Proteine mit im Essen habe oder nicht. Ich weiß gar nicht, wäre das tatsächlich so schlimm? Weil es gibt auch Leute, die fressen freiwillig Maden. Weiß es nicht, keine Ahnung. Wäre mal interessant zu wissen. Was würde passieren, wenn du jetzt so eine lebendige Made mit isst? Mmh. Lecker. Mmh. Lebendige Made. Ja, das ist schon krass, ne? Und dann fragt man sich immer, ich meine, ich hatte auch einen Laden, ne? Ich hatte auch die Gesundheitsbehörde da. Ich habe immer ein Smiley gekriegt. Aber, ja gut, in so großen Städten kann ich mir gut vorstellen, die haben gesagt, da ist halt ein Typ, ein Kontrolleur für 2000 Restaurants. Ja, ich meine, Herrgott's Namen, wie willst du das denn dann hinkriegen? Und der muss dann ja auch noch dokumentieren und protokollieren, ne? Also ich meine, dass der nicht alle Restaurants prüfen kann, ist ja klar, wegen der Gesundheitshygiene. Warum stellen die da nicht ein paar mehr Leute ein? Was soll denn das? Das, sonst wird gespart überall an jedem Ende, aber da werden keine Leute eingestellt, ne? Oh. Nee, warum nicht Trollkobold in Hamburg? Ja, aber du meinst jetzt in den Fastfood-Läden oder? Also du meinst jetzt sowas wie McDonald's und Burger King oder wie? Weil ich weiß ja nicht, wie es im Restaurant ist. Flagellation, was ist das? Nein. Ich nehme an, irgendwas mit Peitschen. Nein, dann rede ich lieber über Mane. Ich hatte schon mal drüber geredet, letzte Woche, falls du dich mal für die interessanten Sachen erinnern würdest, hatten wir mal drüber geredet, ob ich das wirklich tun würde. Heuschrecken und Maden essen. So im Stream. Ich glaube, vielleicht kann man sogar Spinnen bestellen. Weil es gibt doch auch gefrierte Skorpione, also frittierte, nicht gefrierte, frittierte Skorpione. Ich weiß nicht, ob ich das essen würde. Weil ich habe ja eh schon Angst vor Spinnen. Und wenn die Spinne dann so auf so einem Spieß da frittiert vor mir hockt, weiß ich nicht, ob ich die essen könnte. Ich glaube eher nicht. Aber Maden ist ja wieder was anderes. Naja, das Problem ist der Stress, ne? Wenn man
unter der Woche geht, ist es wahrscheinlich halb so schlimm. Da dödeln die Bindenmitarbeiter wahrscheinlich nur rum. Aber wenn du in Hamburg ja am Samstag oder am Freitag irgendwo da durch die Hauptstraße gehst, die Spitaler Straße, die Einkaufsmeile quasi, da ist ja nur, herrscht ja nur Stress. Und wenn dann da die Mitarbeiter zu tun haben, dann sind sie ja nur am Werkeln, da haben sie ja keine Zeit für irgendwie sauber machen oder was weiß ich was, ne? Also wird da nur Sauerei veranstaltet. Ich will mal trotzdem das Fleisch probieren. Wie das jetzt so nach einer Stunde, also jetzt müsst ihr jetzt noch eine Stunde köcheln. Rein theoretisch können wir trotzdem den Stream beenden, weil ich werde das ja nicht jetzt essen. Das wird ja noch länger köcheln. Das ist noch viel zu hart. Nee, ganz zu knicken. Und ich würde auch ganz gerne die Tat schon essen, aber die muss ja auch erstmal kühlen. Und ich bleibe jetzt nicht noch eine Stunde online. Nein! Ja, das auch, ja. Witzig war, Trollkobold, dass damals, ich meine, wie gesagt, das ist schon 20 Jahre her, ne? Oh Gott, das ist lange her, wow. Da war ich 18 oder so, ungefähr, ne? Da habe ich in einer Filiale gearbeitet, das im absoluten Ghetto ist. Ich weiß ja nicht, ob dir Bild steht, was sagt, aber das ist wirklich Ghetto. Und das fand ich eine oberste Frechheit. Da haben, ich habe ja nichts gegen Ausländer, ne? alles gut. Da haben viele Ausländer gearbeitet bei den McDonald's. Und dann halt auch Frauen mit Kopftuch und sowas. Ich respektiere die Religion, alles gut. Aber die Chefin, das war eine Deutsche, die hat mich eingestellt und hat gesagt, ich stelle jetzt nur noch Deutsche ein, weil die kein Kopftuch tragen und sie sich wagen, mal wieder einen Rock zu tragen. Wie diskriminierend ist das denn? Und dann, ich habe mich natürlich geweigert, ne? Da meinte sie tatsächlich, dass ich einen Rock tragen müsste. Also nicht Mini-Rock, sondern der Rock ging über die Knie und so, ne? Aber was ist das denn für ein Scheiß? Das wollte die Filialleiterin tatsächlich, ne? Ich habe gesagt, hier, am Arsch. Ich sag, andere dürfen das und ich soll jetzt hier einen Rock tragen oder was? Was ist das denn für eine Diskriminierung? Also die hat nicht alle Latten am Zaun gehabt. Dann stellen sie jemand anders ein, aber nicht ich. Ey. Ja, der ist ja auch unterirdisch. Das ist wohl wahr. Ja, aber der Burger King ist auch nicht anders. Ich war da einmal auf Toilette und ich habe mich halt gewundert, was ist denn hier los? Und wer auf der Reeperbahn schon mal war, der weiß das dann ja. Auf der Toilette ist ja nur Schwarzlicht wegen den Drogentürkis. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Weil sich die Drogenjunkies da auf Toilette eine Nadel setzen. Ich habe gedacht, was ist das denn hier für eine Scheiße? Ich sehe doch nichts beim Pinkeln, wo ich da hingreife und Toilettenpapier und so. Ja, da war tatsächlich nur Schwarzlicht. Also das fand ich unterirdisch. Ich habe im Sommer ja wohl fast jeden Streamkleid getragen, ne? Aber das fand ich wirklich diskriminierend, also unmöglich. Also wenn es heute sowas geben würde, dann würde man die kündigen, die FIA-Leiterin. Also. Aber du hast schon recht, Rollkobold, da dreht jeder seinen eigenen Senf. Weil es ist ja wie so ein Franchise-Unternehmen und da kann ja jeder trotzdem irgendwie schon das machen, was er will, außer die Grundrezepte von McDonald's und eben halt das Konzept. Ne? Aber sowas, du ehrlich, da habe ich gedacht, in welchem Film lebe ich denn jetzt hier? Vor allen Dingen, ich werde quasi, ohne das jetzt abwerten zu meinen, aber ich werde quasi den Wölfen zum Fraß vorgelegt. Ich muss einen Rock tragen, muss dann Angst haben, in dem Ghetto, wo ich eh nicht herkam, dann abends nach Schichtende noch nach Hause zu fahren, wo ich dann die ganze Zeit einen Rock getragen habe und die Männer sich daran aufgeheiern. Also nee, sorry, was ist denn das? Also ohne Sinn und Verstand, ne? Ich meine, mit 18 ist man da ja noch ein bisschen jünger und Frischfleisch oder was weiß ich was für manche Männer. Das ist unterirdisch. Ja, sie hat das dann eingesehen. Ich habe ihr das nicht so gesagt, ne? Aber sie hat gesagt auf jeden Fall, dass ich das nicht mache. Und ich habe gesagt, das ist ihnen dann überlassen, ob sie mich dann weiter einstellen oder nicht. Aber ich habe gesagt, nee, mit mir nicht. Dann habe ich da trotzdem gearbeitet. Und dann hat sie mich wegen einem lächerlichen Grund gekündigt, weil
Wir hatten unten so einen Gartenschlauch, so einen Wasserschlauch. Ich weiß gar nicht, wofür der war, irgendwie abzuspritzen. Es war Sommer und wir haben halt Quatsch unten gemacht im Keller. Und der eine Mitarbeiter hatte mich halt nass gespritzt mit dem Schlauch. Ich sag, bist du ein Arsch, ey. Ich sag, wie soll ich denn jetzt arbeiten gehen mit den ganzen nassen Klamotten, ne? Ich hab gesagt, ich muss jetzt nach Hause. Und die Chefin hat gesagt, du kannst doch jetzt nicht nach Hause gehen. Du musst doch gleich Schicht anfangen. Und ich sag, doch, das könnte ich noch schaffen. Ich sag, so kann ich doch jetzt nicht arbeiten. Ja, da hat sie mich gekündigt. Ja, mir war das damals alles scheißegal, weil du mit 18 ist dir das wurscht, weil du hast damals Jobs wie Sand am Meer gekriegt und konntest halt überall arbeiten. Es war eben halt egal. Ein Schuhladen? Das weiß ich nicht. Hallo, das ist schon 20 Jahre her, ne? Was davor dann noch war, weiß ich nicht. Du meinst, wo der jetzt im Bild steht? Bild steht ist, wie gesagt, gar nicht meine Ecke, ne? Also da weiß ich überhaupt nicht, was da vorher war und was nicht. Ich weiß nur, der Meckes ist ja in so einem quasi Einkaufszentrum. Ja, unmöglich. Ich glaube, ich mache nachher dann noch die Fusilin-Nudeln dazu. Die finde ich passen immer am besten zu dem Gulasch. Ich habe auch langsam schon echt Hunger, aber ich will ja nicht das Essen, was noch zu hart ist. Ich bin mal gespannt, wie die Flüssigkeit auch bis dahin irgendwie verdampft. Also es köchelt so vor sich hin. Ja. Und ich habe den Deckel ja auch nur angelehnt. Ich habe ihn ja nicht komplett drauf. Ja. So ist es, ne? Wilde Geschichten. Ich kann das nachher auf jeden Fall mal bei Instagram posten, wie es dann geworden ist. Es tut mir leid, dass ich das heute nicht bedacht habe, ne? Mit dem Oreo-Tart. Ja, ich lese mir ja immer nie vorher die Rezepte durch. Ich bin manchmal so ein Dödel, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass das Gulasch dann noch länger dauert, wenn Gürkchen sagt, ich hätte das Fleisch vorher anbraten müssen. Ja, sorry, ich weiß sowas immer nicht. Aber ich habe jetzt daraus gelernt und weiß, dass ich das nächste Mal definitiv anders mache. Wenn ich nochmal Gulasch mache, ne? Ich meine, Gulasch ist jetzt nicht meine Hauptwahl der Speise. Ja. Trollkobold. Das ist immer warm hier. Oh. Alles anstrengend auf dem Sonntag. Aber wenigstens sind meine Kühe einigermaßen sauber. Von dem Kuchentacht oder wie auch immer, habe ich dann definitiv ein paar Tage mehr. Aber ich finde es das gut, dass man das im Kühlschrank packen kann. Im Kühlschrank holen ist immer gut. Und auf jeden Fall machen wir nächstes Mal diesen Oreo-Milchshake. Aber den wollte ich heute nicht machen, weil wenn ich immer so einen Shake trinke, dann, wie gesagt, ich finde es schwer im Magen. Also das zu verdauen. Und hier ist noch was, was ich auf jeden Fall noch mal irgendwann machen wollte, was wir immer noch nicht gemacht haben. Und das als Oreo, also so ein Rezept. Ich sag nur Macarons. Macarons wollte ich eigentlich schon immer mal machen. Ich weiß gar nicht, warum ich das aus den Augen verloren habe. Witzig wäre, wenn ein... Es gibt so Oreo-Macarons halt, ne? Witzig wäre, wollte ich gerade sagen, es gibt Oreo-Weihnachtssterne. Wenn es als Keks ein Keksrezept geben würde, ne? Ja. Oreo-Zwerge. Einfach Keks mit Erdbeeren und Sahne drauf. Lol. Es gibt auf jeden Fall jede interessante Lettercake. Jede Menge interessante Rezepte. Oreo-Tiramisu. Oreo-Panda-Cheesecake.
Ah ja, Bananenwaffeln. Ehrlich gesagt habe ich heute an Pfannkuchen gedacht. Oreo Double Eistraum. Blauer Eistraum. Gibt's Oreo in Blau? Oder eingefärbt? Sieht auch immer so unheimlich lecker aus, die Rezeptbilder. Wenn man es dann selber immer so hinkriegen würde, ne? Manchmal ist es ja auch so. Ja gut, okay. Nächste Woche mehr Action, definitely. Ich werde dann mal auf Instagram nachher zeigen, was das Gulasch, ob es gut geschmeckt hat oder nicht. Und die Oreo-Tacht auf jeden Fall. Und ich werde mich jetzt mal damit verabschieden. Heute ist ja ein bisschen schweigsamer hier. Und wünsche euch noch, und ich bin am Schwitzen auf jeden Fall, ich muss gleich meine Brille ausziehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ja, ich werde jetzt noch mal nach draußen gehen, bisschen, wenn sie wieder rauskommt, die Sonne genießen. Und damit will ich sagen, ciao, ciao, bis nächstes Mal.